einmal unten an, denn das ist eine Spielerin, die ihr ja bei uns noch nicht gesehen habt. Und ich freue mich tierisch, dass es jetzt endlich geklappt hat. Das ist die Daniela, die ihr vielleicht auch als Fuchs kennt. Und die Sekunde, ich muss tatsächlich nur einmal kurz aufstehen. Oder weil ihr zum Beispiel ein Comicband von ihr zu Hause habt. Autistic Hero Girl trägt grün, wie man vielleicht sehen kann. Sollte jeder haben, unbedingt. Ja. Tausend Dank. Oh, kann man mich hören? Man kann dich hören, ja. Oh, super, perfekt. Alles klasse. Also ich bin so geehrt und oh Gott, es ist total toll, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Oh. Ich freue mich so, dass es geklappt hat. Wir sind, man muss jetzt sagen, Daniela und ich schaffen es seit 3 Jahren oder so nie auf derselben Veranstaltung zu sein. Es genau. Jedes Mal irgendwie gleichzeitig 2 verschiedene Messen gibt. Wir sind in unterschiedlichen Städten und wir haben das heißt immer nur getextet oder Briefe geschrieben bislang. Ich habe einen unglaublich süßen Heinz aus ihren Pinselspitzen hier hinten an der Wand hängen. Und deswegen, das ist das erste Mal, dass wir sozusagen richtig live miteinander reden. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Dann, die anderen Menschen, die hier sind. Da ist einmal hier rechts von mir, das ist der Ben. Den, weiß nicht, vielleicht kennt ihr den? Ben and Paper. Der hat so ein Video gemacht jetzt zum Gratis-Rollenspieltag. Das war, glaube ich, ganz gut. Das war ganz gut, aber nicht alleine, mit sehr vielen wunderbaren Leuten. Ja, und jetzt sind wir gekommen, um zu sterben. Was auch immer jetzt hier passiert. Und wo wir schon bei sind, bei gekommen, um zu sterben, oh, übrigens den Ben findet ihr unter Ben and Paper auf YouTube und könnt euch dort Tipps, Krimskrams, Vorbereitung seiner Runden und dergleichen anschauen und mit Taskete, Komponisten zusammen, hat er eine neue Version von We Didn't Start the Fire auf Pen and Paper gedichtet und dann sehr viele Leute erpresst, dazu mitzumachen. Ich gucke so selbstzufrieden dabei, dass ich das Wort erpresst überhaupt nicht freue. So ist es, lieb gefragt, erpresst, es ist ja alles dasselbe. Es ist alles das Gleiche. Gut. Und dann... Ich bin hier gleichzeitig noch am Zahlen eintippen, um euch alle richtig einzubetten. Gleich haben wir es Stückchen für Stückchen, kommen wir voran. Und dann auf meiner anderen Seite, das ist Hannes. Und der hat die, ich weiß nicht, ob es eine Ehre war, aber er war einer der allerersten Leute, mit denen wir Cthulhu zusammen vor der Kamera gespielt haben. Oh Gott, ja, stimmt. Vor 7 Jahren. Ja. Vor 7 Jahren haben wir zusammen Cthulhu gespielt und das aufgenommen, noch in dem klitzekleinen Büro von Nico, alle hinter den gleichen Beistelltisch geklemmt. Hat sich ein bisschen geändert. Wie geht's dir, Hannes? Ach, ganz gut. Ich rechne mal wieder damit, dass du uns in den nächsten ersten 10 Minuten umbringst, wie damals. Ihr habt es aber erst 2 Stunden später erfahren, dass ihr seit 2 Stunden tot wart. Aber es geht gut. Gut, das freut mich sehr zu hören. Und dann, du streamst auch und du hast auch einen Cthulhuiden-Streamer-Namen. Genau. Und der wäre? Genau, HP Gamecraft. Was ich sehr putzig finde. Das heißt, bei dir ist wahrscheinlich auch die meiste Zeit relativ tentakeliges Programm? Oder wie müssen wir uns vorstellen, was da gemischt, ist? Gemischt. Also ich spiele gerne die Cthulhu-Sachen, aber auch querbeet Aufbau, Survival, Horror allgemein, alles, was in die Richtung Horror in die Nische geht, passt da eigentlich sehr gut rein, was ich spiele. Gut. Und dann, wir haben rechts den Moritz. Und der hat gestern sehr tapfer in der Diskussion um SL-Philosophien vertreten, dass, wenn die Würfel sagen, du bist tot, die Leute auch auf jeden Fall tot sein zu haben. Ja, ich hatte nicht im Blick, dass wir heute noch zusammenspielen. Das war vielleicht ein Fehler, das so vollmundig zu propagieren. Sonst wärst du da vorsichtiger gewesen. Man sollte als Spielleitung unbedingt immer die Charaktere am Leben lassen und denke ich eigentlich natürlich. Ach so. Ja, dann muss ich hier jetzt aber dringend nochmal Sachen ändern. Das tut mir jetzt leid, dass wir dann vielleicht spontan das umschreiben wollen. Nein, du das hast ist ja schon gesehen, dass ich 15 Stabilitätspunkte habe. Das heißt also, ich darf nichts schief angucken. Also sagen wir mal so, immerhin steht Moritz absolut zu seinem, was die Würfel entscheiden gilt. Oh. Also dass er bei seinen, ich habe das schlechteste Ergebnis, das man würfeln kann, für die geistige Gesundheit tatsächlich behalten, dass er dazu steht. Und dementsprechend leicht angeschlagen ist. Und dann
unter mir, das ist der Anselm. Und der war, warst du auch bei der allerersten Runde dabei? Als, ja, ne? Ja. Genau, ja. Vor 7 Jahren das erste Mal Cthulhu gestreamt. Und ansonsten auch des Öfteren dabei. Auch mich hast du da umgebracht. Aber es lag dein Charakter. Ich möchte das bitte nochmal betonen. Dein Charakter habe ich umgebracht. Ich gehöre zur Fraktion, die sagen ich, wenn ich von meinem Charakter spreche und nicht in der dritten Person sprechen. Also ist das durchaus okay. Und Verwechslungsgefahr sollte nicht bestehen, außer ich bin eine Katze. Ich bin keine Katze. Also hast du mich nicht umgebracht. Aber ja, schön wieder hier zu sein. Bin gespannt, wie es diesmal ausgeht. Plottwist, alles ist möglich. Und wie ich gehört habe, habe ich hier jemanden neben mir. Moment, ich versuche in die richtige Richtung zu gucken. Der auch darauf achten wird, auf deine Würfelergebnisse sozusagen. Das werden wir sehen, ob das funktioniert. Ich lasse mir hier nicht in meine Würfel schauen. Schlicht und einfach, wir haben keinen Digital Tabletop, das wir hier gerade für verwenden. Das heißt, wir müssen mal gucken, kurz wie das alles hinhaut. So. Du holst dir jetzt gerade eben noch das Regelwerk? Ja. Ah, deine Cthulhu-Würfel. Und natürlich dieses wunderbare, wie auch immer diese Mopeds heißen. Ich glaube, es ist eine Würfelarena. Ich glaube, das wollten wir sagen. Gut. Und dann die letzte Mitspielende, die wir noch nicht vorgestellt haben. Das ist die Julia, hier schräg links unter mir. Und die Julia schreibt für Cthulhu. Und tatsächlich wäre sie auch beinahe das erste Mal die Person gewesen, die für mich Cthulhu gespielleitet hätte vor 13, 14 Jahren. Wir kennen uns schon eine Weile. Und damals hat dann jemand anders aber unbedingt mitspielen wollen und hat meinen Platz bekommen, weil ich nett war. Und das ist echt so schade, wirklich so schade. Ja. Das wäre ja der Sänger von Dol gewesen. Ne? Ja, ein tolles cool Abenteuer. Ja. Und dementsprechend, den habe ich dann jetzt quasi verpasst und dann lesend nachgeholt. Gut. War es der Sänger von Dol oder war es diese Geschichte mit den Schauspielern? Spielerinnen und Schauspielern. Der Sänger von Dol. Drol ist eine Stadt bei DSA. Oder Französisch. Oder beides drohlich, ja. Beides ja, tatsächlich. Aber ich habe ja auch schon mal mit Julia als Spielleitung spielen dürfen. Das ist auch lange her, aber es hätte gepasst vielleicht in die Zeit. Aber der Sänger von Dol ist natürlich auch ein ganz, ganz großartiges Abenteuer, muss man sagen. Ich weiß gar nicht mehr. Was war das denn, Hansen? Das ist eine Geschichte, da passieren am Set, am Schauspielset, Filmset passieren Dinge und... Das war vom Winde verwest. Ja, ganz genau. Und du hast mir auch eine der interessantesten Rollen dazu gedacht. Das spielt sich da natürlich auch immer besonders schön und ja, ich erinnere mich, es war schön, ja. Die großen Alten liegen in ewigem Schlaf und warten darauf, dass die Sterne richtig stehen. Doch so unvorstellbar mächtig und grausam sie uns auch erscheinen mögen, sind sie doch nur Diener. Diener von Dingen, von außerhalb der Sphären, von Göttern des Chaos, unvorstellbar und unaussprechlich und älter als die Zeit selbst. Das Schicksal der Menschheit kümmert diese Urkräfte, diese Prinzipien der Vernichtung nicht, und sie werden noch gleichgültig weiter existieren, wenn die Erde von der Sonne verschlungen, die Sonne erloschen und das Licht der Galaxien vergangen ist. Und doch haben diese dunklen Träume einen Diener, eine Stimme, die ihren Willen ausführt, einen Gott in 1000 Gestalten, dessen Legenden sich durch alle Kulturen der Menschheit ziehen. Ein Flüstern in der Dunkelheit, einen Tänzer zu wahnsinnigen Melodien, einen Schatten hinter dem Thron. Einen Bringer des Chaos, nennen ihn die einen, den schwarzen Pharao die anderen. Doch wir, die wir eingeweiht sind, nennen ihn Nyarlathotep. Ich bin Ian McGuire, komme eigentlich aus Belfast und habe dort auf der Straße gelebt. Und ja, mich hat es jetzt nach Deutschland gezogen und ich schaue mal, was es da so alles zu erbeuten gibt. Gut. Daniela, was ist denn Claras besondere Fähigkeit oder ihr Beruf?
Ja, Clara Schönfeld kommt aus Berlin und war dort Sammlungsassistentin in einem Museum und hat sich mal besonders für die Edelsteine, Mineralien und kleinen Artefakte interessiert. So sehr, dass sie ab und zu auch mal was mitgehen ließ, weswegen sie dann irgendwann entlassen wurde und zu Hause jetzt aber eine schöne kleine Sammlung hat, aber weiterhin gerne in Museen geht und schaut, sich die Sachen anschaut und vielleicht, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, auch mal ihre Privatsammlung erweitert. Erweitert die Privatsammlung, ich verstehe. Gut, Anselm, Günther. Ja. Günther, ja. Was tut der Günther so? Was macht der Günther so? Das ist ein schöner alter Name aus der Zeit. Pater Günther Dolbendottel ist ein bisschen das Gegenteil von Pater Brown, wer ihn kennt, verfilmt mit Heinz Rühmann. Denn es soll ja mal Geschichten über Geistliche gegeben haben, die Verbrechen aufklären. Es gibt aber hier jetzt auch eine Geschichte über einen Geistlichen, der sich sehr langweilt und ohnehin ist ja bereits jede Sünde vergeben und deswegen so ein bisschen Aufregung und Nervenkitzel sucht, indem er kriminell unterwegs ist. Natürlich vermutet das niemand, denn wer würde denn einen Pater verdächtigen? Selbstverständlich. Neben Pater Günther sitzt Moritz, der Emil spielt. Ist der auch jemand, der kein Wässerchen trüben kann oder sieht mit dem an, was für Jobs er macht? Nein, nein, nein. Also Emil ist ein sehr jugendlich aussehender Student, weswegen ich mich für meine Rolle extra eben noch rasiert habe größtenteils und die Haare ein wenig zur Seite gegelt und mein bestes Battle-Studenten-Shirt angezogen habe. Emil ist tatsächlich, hat arge Selbstzweifel, nicht sonderlich viel Selbstbewusstsein, sehr unsicher, und ja, im Prinzip versucht er wahrscheinlich einfach nur Freunde zu finden und ist da an die Falschen geraten. Witzigerweise ist er tatsächlich auch vom Rhein, deswegen ist er sehr, sehr katholisch. Er ist also mit dem Pater sicher irgendwie, wahrscheinlich ist er über den da auf die schräge Bahn gekommen. Und ja, also sehr katholisch auch. Ich habe selber schon ein bisschen Angst davor, den zu spielen. Okay, du hast Angst davor, jemand Katholisches zu spielen. Ja, absolut. Du kannst dann ja mit Pater Günther darüber reden, was er Oh Gott, hat. Ja, vermutlich. Julia, Lilly, was bringt die mit an den Tisch? Kein Ton in diesem Fall. Sag was. Dann machen wir erstmal mit Ben weiter. Und Guillaume, was für ein schöner französischer Name. Oh, merci. Ja, Guillaume Fenelon ist tatsächlich momentan sein Alias, denn eigentlich heißt er Wilhelm Eisenring und kommt aus Wien und verdient sich momentan in Berlin als Kellner. Aber seine Berufung ist die Bühne. Er ist mit seinem Vater nach Berlin gezogen und hat dort tatsächlich am Deutschen Theater Berlin angefangen zu arbeiten, unter Max Reinhardt Schauspiel gelernt und ähnlich wie Clara die Finger nicht bei sich behalten und immer in der Garderobe so ein bisschen das ziemlich klägliche Budget aufgebessert, bis er dann irgendwann aus dem Theater geflogen ist, aber gemerkt hat, dieses Verstellen und diese andere Persönlichkeit, die liegt ihm irgendwie und seitdem nennt er sich mal so momentan Guillaume Fenelon und will auch irgendwann mal nach Paris, aber bisher kennt er es nur aus irgendwelchen Büchern und versucht sich so ein bisschen als Trickbetrüger durch Berlin zu schlagen, ja. Hervorragend. Ja, Julia, hat Lilly wieder Ton? Ja, mein Zoom-Bild hatte sich einfach irgendwo versteckt und da hatte ich stumm geschaltet, clevererweise. Genau, ja, Lilly heißt eigentlich Elisabeth Busch, kommt aus einem gleichnamigen großen Zirkus in den 1920ern, ist Zirkusartistin eigentlich, hatte ihr Zirkusleben hinter sich gelassen, um in der großen Stadt in Berlin irgendwie eine Karriere zu machen als Artistin. Sie ist eine Schlangenfrau, sehr klein, sehr zierlich, kann sich komplett verbiegen, hat ein ziemlich vorlautes Mundwerk und hat auch einen Hang dazu, mehr Geld auszugeben, als sie hat. Deswegen sie auch da gelandet ist, wo sie jetzt gelandet ist. Weil, naja, mit der Karriere funktioniert es noch nicht so gut. Und genau, irgendwie braucht sie Geld. Liebe Zuschauende, ihr habt vielleicht dazwischen den Verdacht, dass all diese Leute verdächtig viel Dreck am Stecken haben. Und das ist auch die Absicht dahinter. Denn als ihr an einem lauen Maiabend des Jahres 1926 in dem erst seit 6 Jahren eingemeindeten Teil Köpenick in einer sehr
hübscheren Teil von Köpenick vor einem großen Gebäude steht, das prächtig beleuchtet ist und einen roten Teppich davor liegen hat, wo gerade in einer langen Schlange Automobile vorfahren, einzelne Leute auslassen und dann wieder weiterfahren. Da habt ihr nicht gerade vor, bei dieser Eröffnung eines Museums für die Antike und ihre Mysterien einfach nur da zu sein? Ohnehin würde eine Clara bei dem Besuch in diesem Museum ohnehin nicht einfach nur da sein, sondern ihr habt auch klar eine Absicht, dort bestimmte Dinge mitgehen zu lassen. Ihr seid entweder ausstaffiert worden oder habt euch möglichst geschickt ausstaffiert für eure jeweiligen Rollen und dergleichen und steht da in Anzügen, in Kleidern oder je nachdem, das werden wir gleich noch klären, in dem Outfit von jemandem, der Getränke reicht, der dort arbeitet oder sonst etwas. Und als die ersten von euch sich dem roten Teppich nähern, kommt auch ein junger Mann in einem Livree euch entgegen, der mit einem breiten, sehr weißen Lächeln und einem möglichst freundlichen, aber bestimmten Tonfall sagt: Die Einladung bitte. Und die Einladungen habt ihr vor 2 Tagen erst bekommen. Vor 2 Tagen wart ihr nämlich alle im Büro eines Vereins für Versicherungsfreunde und Beratung, wo hinter sich mehr oder weniger einer der Ringvereine von Berlin verbirgt. Ringvereine heißen so, weil sie Ringe tragen und weil sie zusammenhalten. Und was sie tun, ist in diesem Fall keine Versicherung verkaufen, sondern zum Beispiel herumgehen und den Leuten sagen, sie sollten besser eine Versicherung kaufen, weil sonst könnte etwas Schlimmes passieren. Und Krallenkalle, der am rechten Hand einen Finger verloren hat, der ersetzt worden ist mit einer kleinen Kralle, mit der er regelmäßig tippt und mit der er auch immer wieder den Zigarettenstummel in seinem Mundwinkel antippt, sitzt vor euch den breiten Ring seiner Vereinigung am Finger und sagt: Also, ich habe euch alle hierher geholt, weil ihr entweder Schulden habt, ihr kleinen Schlingel, oder weil ihr Fähigkeiten habt oder beides. Zigarette? Ja. Klar. Merci, Schade. Gerne. Er schiebt ein geschmacklos vergoldetes Zigarettenetui über den Tisch und den Tischanzünder daneben. Also, wir haben da ein paar Interessenten, die suchen nach ausführenden Leuten. Und ich dachte, ihr könntet euch da vielleicht ganz gut zusammentun, oder? Ihr kennt euch doch so aus mit, ich meine, Wertgegenständen aus der Vergangenheit, so römisch-griechischer Klimbim, so ein Kram? Ja, auf jeden Fall. Also. Fein. Oder... Moment, er zieht ein kleines Notizbuch heran, blättert da drin, es sieht sehr speckig aus. Oder ägyptisch? Das ist ja interessant. Noch besser. Und also, die Person, um die wir reden, unser größter Förderer, der gerne den Versicherungsverein beauftragen würde, damit ein paar Sachen zu besorgen, der hätte gerne ein paar Dinge. Leider sind die in einem Museum. Ärgerliche Sache. Ja, wie ärgerlich. Aber kein Internet, eh? Nee, eben nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Gerechte Umverteilung von Kulturgut. An irgendwelche Lackaffen, die damit nichts anfangen können. Von Lackaffen, die damit nichts anfangen können. Rüber zu jemandem, der es vielleicht einfach mehr zu schätzen weiß. Und wisst ihr, woher ich weiß, dass er es zu schätzen weiß? Wisst ihr das? Du wirst es uns bestimmt gleich sagen, oder? Ja. Yeah. Er schaut ihn an. Spricht der da überhaupt Deutsch? Hey, sprichst du Deutsch, ihn? Mein Deutsch ist ganz okay. Es reicht für alle Sachen, die ich brauche. Der Mann, von dem wir hier reden, weiß diese Sachen zu schätzen, weil er dafür bezahlt. Nein. Das sind die Besten. Exakt. Und... ihr werdet auch dann dafür bezahlt. Fein. Aber kommen wir erstmal zu dem, worum es geht. Ein Museum, das frisch eröffnet wird, nach einer Spende von Clotilde von Ammergau, irgend so eine reiche Schnepfe, so eine Krakeelstelze, ich bin mir auch nicht sicher,
aber die hat wohl aus dem Nachlass eines Mannes und mehreren Grabungen, die dieser gefördert hat, haufenweise Kram und den stellt sie aus in einem Museum, das in 2 Tagen eröffnet wird. Ich weiß, das ist alles kurzfristig, aber ihr kriegt das hin. Ich kann euch Einladungen besorgen, die sind in erster Linie, um dafür zu sorgen, dass der schreckige Bodensatz der Gesellschaft, wie ihr da nicht reinkommt. Aber ihr liebenswerter Bodensatz der Gesellschaft werdet da reinkommen. Die Frage ist, ich habe keinen wirklichen Bodenplan davon. Ich kann euch nur folgende Dinge sagen. Es geht um 2 Gegenstände, die die Person auf jeden Fall, nein, Entschuldigung, 3 Gegenstände, die die Person auf jeden Fall haben will. Ah, ich sehe, der Mann schreibt mit. Sehr gut. Und das sind einmal mehrere Skarabäen. Sind das diese kleinen stinkenden Käfer? Ich glaube schon, oui. Käfer. Ja, ägyptische Käfer. Ja, die müssen beim ägyptischen Kram sein. Mhm. Und da gibt es mehrere, die sind aus irgendeinem Edelstein, der irgendwie blauer Lapislazuli, was weiß ich was. Und die will die Person haben. Die haben irgendwelche Inschriften auf dem Bauch und sind wichtig, was weiß ich. Dafür ist sie da und er wedelt so mit einer Hand in Richtung Clara, die findet das schon. Dann hat die Frau von Ammergau es geschafft, einen von den Kopf Putz-Dingsies aus der Grabung von Schliemann zu bekommen. So. Interessant, interessant. Und was weiß ich. Jetzt setzt man auf den Kopf, es sind Trotteln dran. Und das letzte ist eine beschriftete Tafel aus Eisen aus der Türkei. Da sind mehrere Sprachen drauf, mehr weiß ich auch nicht. Wie groß ungefähr die Tafel? Hier steht klein. Oh, bon, weil Käfer und Kopfbütz, wir können einfach mitnehmen, aber Tafel, je nachdem, wie groß und schwer. Also, ich glaube, das sind alles Sachen, die man in einer großzügigen Handtasche verschwinden lassen kann. Aber ich brauche noch eine Zigarette. Zündet sich auch einer an, klickt mit seiner Kralle. Also, drin. Sag mir, dass ihr dabei seid. Ja, selbstverständlich. Ich denke schon, bin dabei. Und für einen Lehramtsstudiumsabbrecher haben Sie die Dinge ganz gut geschildert. Ich bin dabei. Sind meine Schulden dann, also reicht es, dass wir Das reicht. Sagen wir so, die Verhandlungsbasis, das reicht auf jeden Fall. Wir reden gleich noch kurz über Geld. Aber in erster Linie die Sache ist, wer von euch traut sich zu, dort in einer vernünftigen Klamotte reinzugehen? Wem sollen wir für euch ein hübsches Hemdchen besorgen? Und wen müssen wir da anders reinbringen? Ich sehe unsere Museumsfrau. Es wird doch bestimmt Getränk und gegessen. Serviert, ich könnte auf jeden Fall zu die Bewirtschaftung. Ja. Ich glaube, ja, es ist eine Eröffnung von irgendeinem Haute-Volée-Ding. Oh, Tröpfchen. Ja, da fühle ich mich wohl. Günther tritt mit seiner durchaus großen und auch fülligen Gestalt eines guten Lebens ein bisschen hervor und sagt, ich glaube, mir nimmt das keiner ab, dass ich Häppchen serviere. Ja, dass er die Häppchen isst. Ich würde sagen, ich komme einfach in meine Amtstracht. Ja, exakt. Das halte ich für eine ziemlich gute Idee. Und müssen wir jemand anders irgendwie an das reinbringen? Ich weiß nicht, ob ich mich unbedingt so wohlfühle auf so einem roten Teppich. So mit. Ja, aber warum nicht, wenn ein hübsches Kleid rausspringt dabei? Das klingt doch gut. Ich würde auch ein gutes Hemd nehmen, dann wird das schon gelingen. Dann ist es ja nur noch bei unserem Ausländer nicht geklärt. Ja, mir reicht ein Haken und ein Seil und ich gehe gerne hinten rum rein. Ich mag nicht so sehr. Ich bin die Straße gewohnt. Ich fühle mich in der hohen Gesellschaft nicht so wohl. Ich bin lieber für mich allein unterwegs. Ich weiß nicht, ob man mit Haken und Seil gekleidet da nicht später auffallen wird. Das entsorge ich schon. Fein, dann machen wir es so. Also, in 2 Tagen werdet ihr dorthin gehen. Eine Sache kann ich euch noch sagen.
Es gibt im Untergeschoss, wo das Magazin sich befindet. Mein Kunde sagte, dass wenn die Sachen nicht in der Ausstellung sind, wonach ihr sucht, dann kann man dort hinunterkommen. Es gibt eine Treppe, die ist meines Wissens nach links vom Eingangsbereich. Mir kann ich auch nicht sagen. Und es gibt einen Aufzug für die empfindlicheren Ausstellungsstücke. Und der muss irgendwo im hinteren Bereich des Museums sein, da wo so Putzkram und Toiletten und sowas alles sind. Ja, und der Rest, der ist euch überlassen, ne? Fragen? Das gefällt mir. Also, lass uns über Geld reden. Die Verhandlung über das Geld lief. Ich habe noch eine Frage. Gut. Was sind das für Zigaretten, die wir gerade rauchen? Aus Java. Die sind gut. Ja. Nimm noch eine. Nehmt noch eine, Pfarrer, bitte. Danke. 2 Tage später. Die Verhandlungen über das Geld waren weniger zäh als erwartet. Offensichtlich ist da ziemlich viel in der Hinterhand. Steht ja eben jetzt vor dem Eingang ja alle minus Ian, der sich vermutlich hinter dem Gebäude herumtreibt. Das hat eine relativ großzügige Anlage mit kiesgestreuten Wegen und kleinen Parkteilen da drumherum. Und vor euch steht lächelnd der Mann im Livret. Ja, die Einladung bitte. Gleich in meine Einladung. Bitte sehr. Hervorragend. Dann willkommen. Es ist uns eine große Ehre, Sie begrüßen zu dürfen auf der Eröffnung des neuen Museums von Frau Amagau. Wir werden beginnen mit ein bisschen leichter Unterhaltung und das Essen und Getränke finden Sie auch im Eingangsbereich. Viel Spaß wünsche ich. Merci. Danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Währenddessen, Ian schleicht sich durch den Bereich dahinter. Magst du mir mal kurz einen Wurf auf Verborgenbleiben geben, während du dich da durch die Gebüsche schlägst? Klar, Moment. Dabei kannst du, während du um das Ganze herumgehst, auch dir den Aufbau ein bisschen genauer anschauen. Die Eingangshalle und ein zentraler Gang sind 2 Stockwerke hoch, so wie es scheint. Und dann gibt es 2 Flügel, die in einzelne Stockwerke geteilt sind. Also im Sinne von, die anderen beiden Sachen sind 2 Stockwerke hoch, als dass da keine Zwischenebene drin ist, sondern es sind einfach sehr hohe Räume, vermutlich aufgrund von Protz oder Licht. Und dann gibt es 2 Flügel, die tatsächlich normale Stockwerkhöhen haben, die sich rechts und links davon anschließen. Und vorne kleine Nebengebäude, die ebenfalls jeweils einen Gang haben, der zum Eingangsbereich führt. Und wenn du dich drumherum schleichst, ist eben die Frage, möchtest du irgendwie in den Anbau, der hinten an dem Hauptgang dran ist, einsteigen, über den hinweg, das ist ebenerdig einstöckig, zu dem hohen zentralen Gang selber, der an sich schon so 10 Meter breit ist, oder in einen der Flügel hinein. Und dann sagst du mir noch kurz, was dein Ergebnis von deiner Sich-Verbergen-Probe war. Oh, klein, Moment, 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 die Technik will gerade nicht, aber ich will auf jeden Fall in den Nebenflügel. In welchen denn? Von vorne gesehen rechts oder links? Vorne gesehen links. Mhm. Wie läuft's mit dem Schleichen, Hannes? Ich gucke mich um vorsichtig und gehe schon mal so langsam Richtung Wand. Und schaue nach oben und gucke, ob ich einen guten Halt für meinen Haken, für mein Equipment finde. Und ich würde mal kurz abwägen. Und habe einen Wurf von 63. Auf verborgen bleiben? Auf verborgen bleiben. Und dein Wert in verborgen bleiben ist? Wäre 70. Na dann. Also du bewegst dich, es ist nicht deine beste Leistung bisher, aber hier ist auch überall Kies ausgestreut und egal wo man hintritt, knackt und knirscht es und dann stehst du am Gebäude. Es ist beleuchtet, aber du kannst zumindest keine Schatten sehen von Leuten, die sich in der Nähe vom Fenster bewegen, während du deinen Wurfhaken bereit machst. Kurz zurück zur anderen Runde. Ihr werdet eingelassen in den Eingangsbereich, der mit haufenweise Prunk aufzuweisen vermag. Der Boden ist ein komplexes Parkett, eine Parkettrose, die dort eingelegt ist, mit verschiedenfarbigen Hölzern, auf der mit einem Klacken und Klicken haufenweise hochglanzpolierte Schuhe und
Absatzstiefelchen hin und her gehen, während Leute dort stehen, die ihr normalerweise eher so aus der Distanz vermutlich sehen würdet. Ihr glaubt irgendwie so aus dem Augenwinkel, gerade wenn der Guillaume mal glaubt, so ein paar Uferstars und Sternchen ausmachen zu können, die dort in schicken Anzügen und Abendkleidchen mit einem Fashion-Bob an Haaren und Krimskrams auf eben jenen Haaren stehen, mit einer Champagnerflöte in der Hand. Eine ganze Reihe anderer Leute, die man vielleicht kennt, wenn man sich damit beschäftigt, wer in Berlin so in der Museumsszene das Sagen hat, die sich schon neugierig umschauen. Da dürfte Clara auch einen ihrer ehemaligen Chefs sehen und Abstand halten. Der steht dort und hält gerade mit sehr wichtiger Miene ebenfalls ein Getränkeglas in der Hand, ein Gespräch mit jemand anders. Und angesichts der Tatsache, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt darüber, wie sich diese Sachen an einer normalen Atmosphäre verhalten, überlegen wir, eine Druckkammer einzuführen, wo wir das Ganze... Und so flattern haufenweise kleine Wortfetzen über euch hinweg. Es gibt ein großes Portal, das noch geschlossen ist erst einmal, zu einem ebenfalls zwei Stockwerk hoch ausgebauten Gang. Das Portal besteht aber größtenteils aus Glaseinsätzen, sodass ihr dahinter sehen könnt, dass in diesem Gang rechts und links jeweils Reihen von Statuen stehen, von Personen, die im Vorwärtsschreiten erstarrt sind in größter Zahl. Die haben verschiedenste Gegenstände in der Hand, unterschiedlichen Kopfputz. Und wenn Clara so einen kleinen Blick wirft, dann kannst du sie sagen, ah, das ist ägyptisch, zweite Dynastie, so vage teilweise einordnen. Dort scheint auf jeden Fall die ägyptische Sammlung sich zu befinden, größtenteils. Und was es gibt, ist gleichzeitig auch ein bisschen musikalische Unterhaltung. Ein unaufdringliches Streichquartett ist in einer Ecke untergebracht und schraubt sich gerade leise durch Stücke, die ihr nicht identifizieren könnt, aber die auch entsprechend unaufregend sind und nur so im Hintergrund liegen. Daneben stehen ein paar andere Musiker, unter anderem eine Querflötistin bereit, die Noten gerade durchblättern und offensichtlich darauf warten, dass sie übernehmen können. Und es gibt mehrere lange Tische voll mit Getränken und mit kleinen Häppchen. Es führt eine Tür nach rechts, es führt eine Tür nach links und ihr seid dem Chaos überlassen. Habt ihr irgendetwas Bestimmtes vor? Wollt ihr euch umschauen? Ja. Häppchen war ein gutes Stichwort. Häppchen. Zielstrebig bewegen wir uns, ich und alle, die wollen, zu den Häppchen. Gönnen uns ein Glas Champagner, den es bestimmt gibt, laden uns den Teller leicht überangemessen voll mit Häppchen. Dann kann man sich umschauen. Wenn man nämlich so einen Teller in der Hand hält, dann kann man ganz hervorragend einfach mal sich zusammenstellen und sich in alle Richtungen umgucken. Genau, genau. Ganz genau, das ist viel unauffälliger. Ja. Und Häppchen essen währenddessen. Haben wir ausgemacht, wo wir Monsieur McGuire wiederfinden? Ja, haben wir doch. Wir haben doch gestern darüber gesprochen. Der Plan ist ausgetüftelt. Wir müssen ihn nicht nochmal durchgehen. Es wird sich schon alles so fügen. Die Frage ist, weiß er das auch? Vor einem Tag habt ihr noch versucht, mit Ian McGuire und seinem okayen Deutsch zu klären, wo ihr euch wieder treffen wollt. Was waren denn die Vorschläge, die da im Raum standen, als ihr da beisammen saßt? Das ergibt sich schon alles. Das war die Einstellung des Priesters. Hat Herr McGuire einen Vorschlag gemacht oder wollt ihr es dem Zufall überlassen? Der Herr wird es schon richten. Ich hatte überlegt, wo Personen reingehen, die dort arbeiten, vielleicht in der Nähe Richtung, wie nennt man das, Personalräume, Personalgänge, ob man da eventuell dazu stößt, da wo es halt noch nicht so ganz auffällt in der Menschenmenge. Es gibt hinten eben den etwas niedrigeren Teil, der an den großen Gang anschließt, wo ihr zumindest ahnt, dass da Toiletten, Lagerräumchen, Waschkram, aber eben auch der erwähnte Fahrstuhl sich befinden müssten. Und es gibt vorne rechts einen Anbau, der die Küche und anderes beherbergt. Das wären die beiden. Du bist gerade hinter dem Gebäude, also habt ihr euch vermutlich auf den Gang mit den Toiletten und Ähnlichem geeinigt. Ich hätte halt vorgeschlagen, dass McGuire, der ja vor aller Öffnung im Gebäude hoffentlich ist und nicht warten muss, bis uns die Türen geöffnet sind, uns die Türen vorher öffnet oder ein Teil von uns, während der andere Teil ablenkend noch präsent ist oder wir verschwinden gemeinsam, dass wir einfach den Maulwurf, den wir schon vorher im Raum haben, sozusagen nutzen, um schon reinzukommen, bevor die ganze Menschenmasse sich alles anschaut.
Das wäre so die Idee gewesen. Können wir mal einen kurzen Schnitt machen und so, wenn das okay ist für dich, Mari, und 5 Minuten ein Flashback spielen. Exakt, das war meine Absicht. Ja. Euer genau. Flashback. Ihr sitzt ja. beisammen in einer von den Kneipen im Stammgebiet des Vereinsverbands, des Versicherungsverbands. Habt jeweils die Getränke eurer Wahl vor euch stehen oder mehrere davon und versucht euch einen groben Plan zu machen. Mit einem Finger ins Bier getaucht ist grob aufgezeichnet worden, wie dieses Museum vermutlich aussieht. Es hängt insgesamt ein schaler Geruch in der Luft, aber ihr werdet in Ruhe gelassen immerhin. Und deshalb denke ich, dass uns Monsieur McGuire sämtliche Türen öffnen kann, wenn er erst einmal drin ist, und dann entscheiden wir, wo und wie hin. Weil in diesem Museum keine einzige Aufsichtsperson ist, vermutlich. Mein französischer Freund. Eine Frage. Clara, richtig? Ja, genau. Clara, Sie kennen sich doch aus mit Museen. Ja, selbstverständlich. Und das, was wir suchen, das sind ja Exponate. Das heißt, die werden exponiert, was ein Wort ist für ausgestellt. Sehr richtig. Das heißt, das einzige Problem, warum wir überhaupt da sind, warum der Herr Ian nicht von alleine dort des Nächtens einsteigen kann, ist, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wonach er suchen sollte. Nein, ich fürchte, dass einige Dinge auch in der Sammlung unterhalb sein werden. Das befürchte ich auch. Nicht so anders sein, das ist alles Exponat. Gerade diese Dinge. Da müssen wir genau das rausfinden, was well. Ist. Die wichtigste Frage im Moment ist, sind Sie eigentlich ein wirklicher Priester? Pardon, aber ich bin interessiert. Ich war mir vorhin nicht ganz sicher, aber vielleicht ist... Ich muss doch sehr bitten. Ich habe natürlich die Weihung empfangen. Jetzt häufen sich unglaublich viele Fragen auf, aber ich belasse es erst einmal dabei. Merci. Ja, Lilly, was denken Sie? Was ist unser bestes, unsere größte Hoffnung in dieser Sache? Ich wollte eigentlich nur sagen, Sie müssen ein Priester sein, weil Sie so kugelrunden Bauch haben. Aber das trägt nicht zur Sache bei. Die Sotane kaschiert. Das stimmt, schwarz. Sie schwarz sind ist noch dicker bei einem. Ja, ja, ach, Völlerei, nicht mein einziges Laster. Aber ich glaube auf jeden Fall, Sie sind eher ein Geistlicher als unser junger Freund, ein Franzose. Aber das tut nichts zur Sache. Gut, das ist natürlich richtig. Aber was soll man machen, nicht wahr? Ja, kommen wir zurück zu diesem Abenteuer. Das Problem ist ja, solange wir nicht wissen, wo die Sachen liegen, können wir sie auch nicht holen. Also müssen wir wahrscheinlich erstmal rausfinden, wo was ist. Insofern ist wahrscheinlich ein Gang durch die Ausstellung, um herauszufinden, wo vielleicht was deponiert ist, der erste Schritt. Sehr gut, sehr gut. Ich belege, wir hatten die Tafel und dieses Ungeziefer und was hatten wir noch? Was sollten wir noch suchen? Der goldene Kopfschmuck von Schliemann. Ja, Kopfschmuck. Das sind ja Sachen, wo ich in etwa weiß, wie sie aussehen könnten. Wäre es nicht möglich, dass, bevor wir als Gruppe reingehen, ich vielleicht alleine schon mal grob einen Blick in die Räumlichkeiten werfe und gucke, ob vielleicht was im Magazin unten ist oder in den in den Ausstellungsräumen vielleicht. Wäre das eine Möglichkeit? Mein lieber Freund, warum sollten wir Sie durch das komplette Museum schicken, wenn wir uns mit Häppchen und Champagner dorthin durchbewegen können und zumindest feststellen können, was verfügbar ist? Naja, sagen wir, in Vitrinen ausliegt. Ich finde es eine sehr gute Idee. Wir müssen ja rausfinden, was ist ausgestellt und was ist im Verborgenen, im Magazin oder im Keller oder wo auch immer. Und ich glaube, gerade für diese letzteren Sachen kommen Sie ins Spiel und Ihre Fertigkeiten. Damit könnte ich auch leben. Dann könnt ihr euch schön mit der amüsieren auf der Party und ich schaue, was im Keller zu finden sein könnte. Und darüber hinaus wage ich die Vermutung, dass es in der ägyptischen Ausstellung vielleicht möglicherweise Dutzende von diesen Käfern geben wird und dass es deswegen notwendig ist, dass Clara vielleicht die richtigen Käfer, ein Kreuz mit
Lippenstift am Glas macht oder ähnliches. Ich wollte gerade gemeinsam mit Clara als Architekturstudent von Welt eben so einen kleinen Zettel machen, wo wir Skarabäen aufzeichnen, dann blaues Lapislazuli daneben schreiben und dann noch so drunter schreiben, blauer, leicht durchsichtiger Stein. Und dann schreiben wir goldenen Kopfschmuck, Troja, Türkei, Schliemann, so falls er irgendwie Expeditionskisten findet. Und natürlich bei den Eisentafeln sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Da muss er suchen, kleine oder große Eisentafeln mit Aufschrift in irgendeiner Sprache. Viel Spaß, falls das nicht in den Ausstellungsräumen ist. Aber wir notieren alles und drücken ihm dann so einen Cheat-Zettel in die Hand. Okay. Bon. Also da steht Lapislazuli, undurchsichtiger blauer Stein, nur damit du nicht Fehler passieren. Ja, nee, das stimmt schon, in der Tat. Korrekt. Gut, das heißt, so habt ihr beisammen gesessen und geplant. Dann kam die Bedienung vorbei, so letzte Runde. Nichts mehr? Ich muss doch. Ach, wir sind durch. Ja, dann räume ich hier mal auf und fängt an, eure Sachen, auch wenn sie noch nicht leer sind, vom Tisch zu räumen und diesen abzuwischen. Etwas später, einen Tag später, steht ihr dann jetzt in der Eingangshalle und habt grob im Kopf, was ihr vorhabt und hofft, dass Ian gerade hinten in das Gebäude einsteigt. Ian, wie sieht's denn aus mit Klettern? Du kriegst einen Vorteilswürfel, weil du tolle Ausrüstung dabei hast. Das heißt, du darfst deine Zehnerstelle zweimal würfeln und den niedrigeren Würfel nehmen. Mhm. So, klettern. Hannes? Gott, ist das spannend, das Abenteuer. Ja. Unglaublich. Hannes, komm. Es ist gerade verrutscht. Schon gut. Hannes, du brauchst ein analoges Device, das heißt Würfel. Okay, in 10 Sekunden würfel ich für dich. Kannst du, glaube ich. Na, ich hab's. So. 13 von 60. Ja, hervorragend. Du wirst. Schluck. Einmal sauber deinen Haken hoch und kletterst bis zu einem halb offen stehenden Fenster, das du ausmachen konntest, und bist dann mit einem schnellen Hindurchschlüpfen, du bist ja zierlich gebaut, in dem hinteren Anbauteil. Hier gibt es nicht allzu viel Licht, das Ganze ist eher ein bisschen gedimmt beleuchtet und du siehst eine ganze Reihe von Türen. Einige davon sind beschriftet und weisen sich damit aus, dass sie für Damen oder Herren gedacht sind jeweils. Und eine ganze Reihe andere sind einfach nur mit privat versehen. Und du kannst von der Richtung des hohen Ganges, wo du auch gerade aus dem Augenwinkel, wenn du dich einmal kurz vorlehnst, eine reihenweise Statuen siehst, die dort stehen. Und zwischen diesen Statuen einzelne Blöcke, auf denen Exponate ausgestellt werden, die dort unter Glas sind, ausmachen. Und du hörst vor allen Dingen Stimmen aus der Richtung und leise Musik. Und denkst ja, da müssen die anderen gerade sein. Und wo willst du dann hin? Ich würde mal von den Stimmen weggehen und in Richtungen gehen, wo weniger los ist, wo ich davon ausgehe, dass es da eventuell in diese Ausstellung, also in diese... zum Fahrstuhl gehen. Genau. Du findest eine kleine Tür, die halb hoch in der Wand angebracht ist, mit zwei Verschlägen, die man so öffnet, und die dich an so einen Speiseaufzug erinnert, den du mal in einer Villa gesehen hast, wo du reingeschaut hast. Und das sieht für dich vertraut aus, allerdings ist ein Schloss dran. Das heißt, du müsstest dich mit der Schließtechnik mal dran versuchen. Währenddessen schalten wir aber mal kurz, während du nach den Werten suchst und auswürfelst, schalten wir mal kurz zu den anderen zurück. In der Eingangshalle gibt es nämlich ein Ding, 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 das durch den Raum schallt. Das Streichquartett beendet das Stück mittendrin mit einem leisen und nimmt die Bögen von den Seiten. Und ihr seht eine Frau, relativ hochgewachsen, schon etwas älter, mit kurz geschnittenem hellem Haar, ohne irgendwelchen auffälligen Schmuck oder sonst irgendetwas anderes und mit einem relativ schlichten Kleid, die vor dem großen Doppelportal steht, das zu dem Gang mit den ägyptischen Statuen führt.
und die sich dort mit einem leisen Nicken in die eine und in die andere Richtung umschaut und versucht, einen Überblick über die ganze Menge zu bekommen. Sie wirkt dabei leicht amüsiert, aber auch recht kühl. Ihr Blick wandert über die Menge, sie bleibt kurz an dem Priester hängen und das spielt so kurz ein kleines Lächeln um ihren Mund, als sie dich in der Gruppe ausmacht. Und über alle anderen, die jetzt selbstverständlich höflich aufhören zu reden und sich der Gastgeberin, wie ihr vermutet, zuwenden. Meine Damen und Herren, beginnt sie. Ich bin Clotilde von Ammergau, aber das wissen Sie selbstverständlich. Und wir sind hier, weil ich aus dem reichen Nachlass meines Mannes in Zusammenarbeit mit der Stadt Berlin, unserer wunderschönen Weltstadt, zweitgrößte Metropole dieses Erdballs, der Gemeinschaft aller Interessierten an der Kunst und der Vergangenheit ein Geschenk machen will. Hier zusammengetragen sind private Stücke aus dem Nachlass meines Mannes, Leihgaben von verschiedensten Freunden und Begleitern, Leihgaben aus anderen Museen und, ich wage zu behaupten, einige der interessantesten und exklusivsten Stücke, die Sie sich anschauen können. Es ist mein großer Stolz, Teile der Schliemannschen Funde in Troja ausstellen zu können. Genau, leiser höflicher Applaus geht durch die Menge. Auch die ägyptische Sammlung ist, denke ich, keineswegs zu verachten, die mein Mann zu seinen Lebzeiten noch zusammengestellt hat. Möge er in Frieden ruhen. Wenn Sie sich für die frühe griechische Antike oder für die Minoer interessieren, so würde ich Ihnen empfehlen, sich in dem Ostflügel ein wenig umzutun, wo wir ein paar sehr spannende mykenische und ältere Stücke haben, die von Kreta und Santorini zu uns gefunden haben. Und in der Halle, in der sich auch die ägyptischen Funde befinden, sind noch ein paar ganz besondere Zuckerstücke für die Leute, die den neuesten Informationen immer hinterherlaufen im Archäologiebetrieb. Die mysteriöse Kultur der Hethiter ist inzwischen auch in der Archäologie angekommen. Von wenigen Worten, die in der Bibel standen, zu einer Kultur, die tatsächlich existiert hat, auch wenn sie zunächst von einigen Leuten mit einer ägyptischen Zweig verwechselt wurden. Es gab eine Grabung 1924 und eine wiederholte 1925, die unterirdische Städte ausmachen konnte in der Region Kappadokien, in der jetzt ach so modernen Türkei. Und ich denke, es ist eine Weltpremiere, dass wir aus diesen dunklen Hallen hier ein paar Stücke ausstellen können. Ich hoffe, ihr seid nicht nur wegen der Häppchen hier. Es geht ein freundliches durch die Menge. Sondern auch um eure Bewunderung für die Geschichte und die Geheimnisse, die sie birgt und nur mühselig den Forschenden und den Forschen an die Hand gibt, interessiert. Und damit, sie tritt zur Seite und winkt einem Mann in einem dunklen Livree, der vortritt und ihr einen goldenen Schlüssel in die Hand legt, ist die Ausstellung eröffnet. Sie tritt sich zur Seite, schiebt den goldenen Schlüssel in ein großes Schloss und unter dem Klatschen der Anwesenden wird dann das große Portal von ihr und ihrem Diener aufgezogen. Und dahinter seht ihr die ägyptischen Statuen in ihrem Licht stehen. Der Gang hat Türen, die nach rechts und nach links führen. Und hinten seht ihr die Toiletten. Weniger spannend. Währenddessen, Ian, Hannes, wie gut ist denn dein Umgang mit diesem Schloss? Nicht gut. Ich habe es leider nicht geschafft. Mit einer 74 und eine 11 hätte ich, naja, gehabt müssen. Der Dietrich ist nicht mehr so gut, wie er mal früher war. Er hat eine leicht andere Form eingenommen, der Spannhaken. Da stehst du dann jetzt da und du hörst dann auf einmal, dass die Stimmen lauter werden. Du hörst Klatschen, das von der anderen Seite des großen Ganges kommt und eine Frauenstimme beendet, eröffnet. Und dann Schritte, die in diesen Gang hineinkommen. Was willst du tun? Ich bekomme ein klein wenig Panik, weil wir haben nicht mit diesem Fehler gerechnet. Ich versuche zu horchen, wie viel Zeit bleibt mir noch, bis jemand kommt? Wie lange habe ich in etwa? Du bist nicht direkt einsehbar von dieser großen Haupthalle.
Aber sobald jemand von dort vielleicht auf die Toilette muss, dann wird man sehen, dass du hier im Gang stehst, in deinen schwarzen, dunkelgrauen und braunen Kleidungsstücken, die Mütze auf die Haare fest runtergedrückt, was du so üblicherweise anhast, wenn du eben in ein Gebäude einsteigst. Und vor dir ist immer noch ein von dir unbeeindrucktes Schloss. Es ist tatsächlich kein besonders schweres, aber eines, an dem du erstmal zumindest beim Knacken gescheitert bist. Du könntest es noch mit Gewalt versuchen, aber dann ist es natürlich sofort auffällig. Ich schaue, ob ich gleich direkt in eine Tür reingehe. Gegenüber eine Tür und fühle mich erstmal verstecken in der Hoffnung, dass dort keiner rein muss. Da steht privat dran, du gehst rein und du findest dich in einem Raum voll mit Putzmitteln, Feudeln, Tüchern und dergleichen wieder und einer ganzen Reihe von weißen Schürzen, die an der Wand hängen und die offensichtlich hier getragen werden müssen, wenn man denn hier arbeitet. Die anderen fünf, wollt ihr in der Ägyptenhalle euch umschauen oder wollt ihr in einen der Seitenflügel direkt gehen? Nein. Ich würde gerne in den ägyptischen Raum. Ja, ich würde, weil Herr Tellermann das bei unserer Planung angesprochen hat, schon wirklich mal schauen, wie hier die Sicherheit so ist. Sind hier Leute stationiert, Wachen, Wächter, Aufpasser? Du siehst, dass in dieser großen Halle neben dem Eingangsbereich jetzt zwei Leute im Livree stehen, die offensichtlich aufpassen, und eine dritte Person geht diese Halle langsam entlang. Sehr höflich, aber auch durchaus aufmerksam und hat einen Blick auf die Leute. Rings um euch herum sind aber jetzt haufenweise leicht angetrunkene und zufriedene Menschen mit Canapés in der einen Hand, mit einem Getränk in der anderen Hand, die vor Statuen und Krimskrams und irgendwelchen Katzenmumien und dergleichen stehen und sehr spannend, versuchen irgendwie vorzugeben, Ahnung davon zu haben. Das heißt, ihr seid nicht die Einzigen, auf die jetzt ein Auge gehabt wird, sondern auch einfach auf alle Leute, die nicht die Finger bei sich behalten können. Da unsere Gruppe ja ohnehin dabei ist, sich zu zerfasern, würde ich sehr gerne die rechte Tür wählen, denn ich hoffe, das Gebäude ist ordentlich nach Norden ausgerichtet, wie jedes Gebäude, was auf sich hält, sodass ich dann da in den Hethiter-Bereich käme und hoffe, dass da vielleicht diese Eisentafeln zu finden sind. Der hethitische Bereich, hieß es, ist bei den ägyptischen Sachen mit. Im Ostflügel sind die griechische Antike und Minoisch untergebracht. Gut, ich dachte, man müsste Richtung Ostflügel. Gut, dann bleibe ich auch da, verdammt. Ich wollte doch, dass wir alle an einzelnen Orten sterben. Oder warum? Ach so. Naja, ich meine, du kannst Leute immer noch beschließen, dass du den zum Troja-Part gehst, wenn du das möchtest. Ja, dann später Troja. Später Troja. Gut. Ian steht in einem Putzmittellager. Der Rest schaut sich gerade ein wenig um. Und wer möchte nach irgendwelchen bestimmten Dingen Ausschau halten? Ihr müsst die Augen offen halten nach Skarabäen, ihr müsst die Augen offen halten nach einer Eisentafel, ihr müsst die Augen offen halten nach einem goldenen Kopfputz und die irgendwie an euch bringen. Die Leute verteilen sich jetzt auch schon von der ägyptischen Halle in alle unterschiedlichen Richtungen und die Menge dünnt sich sichtlich aus. Also am interessantesten finde ich den Kopfschmuck. Ich würde die Käfer suchen, weil ich weiß, wie Käfer aussehen. Der Rest ist mir zu kompliziert. Ich will auch nach den Skarabäen schauen, weil Edelsteine plus Artefakt. Boah. Du kennst dich ja auch damit aus, ne? Also dieses Skava, irgendwas, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber eine Eisenplatte finde ich bestimmt. Ich gehe mit zu der Eisenplatte. Also wir sprechen uns ab und ich kenne mich nämlich aus, weil ich voll der Historien-Nerd bin. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Kopfschmücken, aber ich schau mal. Dann sind wir zu zweit und Pater, Sie gehen mit. Wo ist eigentlich Maguire? Wer? Ach, bestimmt wieder in so einer Abstellkammer. Bestimmt. Mademoiselle Schönfeld, wollen wir? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Mademoiselle Schönfeld und der falsche Guillaume machen sich auf die Suche nach Skarabäen. Lilly und Emil machen sich auf die Suche nach der Tafel. Tatsächlich braucht ihr zwei Team Tafel nicht lange suchen, sondern ziemlich schnell findet ihr etwas, das euch verdächtig nach dem aussucht, nach dem tatsächlich gesucht werden soll. Das ist auf einem der Sockel zwischen den Reihen von ägyptischen Statuen angebracht, wo die hethitischen Funde sich befinden. Die ist vielleicht so zwei Handflächen übereinander groß und dicht beschrieben mit unterschiedlichen Schriften.
und ein Zettel daran erinnert, ein wenig, vielleicht ein wenig bisschen weniger daran, was das für ein Fund ist, abgesehen davon, dass dort mehrere Sprachen drauf sind, wie zum Beispiel eine alte Form des Griechischen, eine sehr frühe Form des Hebräischen, Hethitisch und Ägyptisch. Und aber vor allen Dingen, dass die erste Expedition, die danach gesucht hat, leider in den Wirren, als die Türkei sich von einem Kalifat, erst von einem Sultanat in ein Kalifat und vom Kalifat in eine Demokratie gewandelt hat, verloren gegangen ist und erst ein Jahr später dann die unterirdische Stadt in Kappadokien ergraben wurde. Ich fluche übrigens leise in mich rein, dass ich mit Latein und Arabisch total daneben gegriffen habe, wo ich komplett all-in gegangen bin mit allen Punkten, die ich für Fertigkeiten fast zur Verfügung hatte. Aber man kann nicht alles haben. Ja, du kannst nichts davon lesen, als du den Blick drauf wirfst. Wenn man nur jemanden dabei hätte, der möglicherweise Hebräisch versteht. Stattdessen ist der Priester im Nebenraum unterwegs und steht dort vor den Ausstellungen von Schliemanns Funden aus Troja, zumindest einem guten Teil davon. Ein suffisantes kleines Schildchen klärt darüber auf, dass der werte Herr Schliemann nicht nur die Sachen teilweise heimlich aus der Türkei mit nach Hause bringen musste, weil aus irgendwelchen Gründen die Türkei der Meinung war, dass die Sachen ihnen gehören würden, sondern auch, dass es seine Lieblingsbeschäftigung neben der Grabung war, die verschiedenen Schmuckstücke an seiner Frau auszuprobieren und Fotos davon zu machen. Es hängen tatsächlich auch ein paar Abzüge von den Fotos seiner Frau mit den unterschiedlichen Kopfputzen. Und da ist sie mit ganz vielen kleinen goldenen Ringelchen und Plättchen und dergleichen am Kopf. Und da ist ein aus Holz geschnitzter, ohne Gesicht versehener, einfacher Kopf, auf dem das Ausstellungsstück ruht. Und leise, wertvoll und sattgelb im Licht der Lampen glänzt. Du bist auch direkt fündig geworden. Es ist der einzige Kopfschmuck. Nein, es gibt tatsächlich mehrere. Aber du hast den einen gefunden, der gleichzeitig auch auf dem Bild abgebildet ist. Du bist dir nicht sicher, ob es jetzt ein spezieller Kopfschmuck sein sollte. Dort sind zwei, die ausgestellt werden. Oder ob es nur dieser eine jetzt tatsächlich sein sollte. Kopfschmuck ist Kopfschmuck. Unser letztes Team, Team Guillaume und Clara, findet eine ganze Reihe verschiedenster ägyptischer Gegenstände, auch aus unterschiedlichen Dynastien, alle mit kleinen geschriebenen Zettelchen versehen, unter Glas, die aber allesamt nicht das sind, was ihr sucht. Keine Lapislazuli-Skarabäen, sondern stattdessen tatsächlich eine leere Vitrine, wo auch jemand den Zettel abgehangen hat. Wo man aber noch sehen kann, dass dort ein kleiner Nagel ist, an dem sich der eigentlich befinden sollte. Skandalös! Für eine gerade erst eröffnete Ausstellung. Ich bin hochgradig enttäuscht. Unfassbar. Das bedeutet, die kleinen Käferchen sind wahrscheinlich unten im Keller, eh? Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Unangenehm. Ja. Dabei hätte man die wahrscheinlich am leichtesten mitnehmen können, weil die so schön klein sind. Pardonnez-moi, Herr Monsieur Aufpasser, Monsieur, ich rede mal zu einer dieser Leute, der sehr freundlich war. Der kommt auf dich zu, Hände hinter dem Rücken verschränkt und neigt sich leicht aufmerksam vor. Wir sind fasziniert von der Leere dieses Kastens. Noch Spaß beiseite. Was hätte hier eigentlich ausgestellt werden sollen? Wenn ich mich recht erinnere, befinden sich eigentlich in diesem Kasten mehrere ägyptische Skarabäen. Es gab aber wohl einen bedauernswerten Zwischenfall und aktuell befinden sie sich in unserer Restauration. Restauration ist kaputt. Verstehe. Dann werden wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier sein, ist wahr? Darauf wird sich Frau von Amagau selbstverständlich freuen. Selbstverständlich. Merci vielmals. Genießen Sie die Ausstellung. Und er zieht weiter. Das tun wir. Inzwischen sind in jedem Raum nur noch so irgendwas zwischen 5 und 10 Leute verteilt, die alle leise murmelnd von einem Expo-Alar zum nächsten gehen und offensichtlich das genießen, dass sie sich hier unglaublich gebildet fühlen können, ohne dass der allgemeine Trabel um sie herum schon brandet, wenn dieses Museum vielleicht tatsächlich mal für mehr Leute offen steht. Frau von Amagau steht immer noch bei der großen Tür am Eingang und unterhält sich gerade mit mehreren anderen Leuten, unter anderem Claras ehemaliger Chef, und ist dort offensichtlich noch beschäftigt. Ian, bei dir rappelt die Türklinke und du hörst draußen jemanden leicht angetrunken lachen. Ja, aber ich bin nicht sicher. Nein, 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 hier wird uns keiner finden. Die Tür geht auf
und mit gekonnten Schwung nur auf der Zehenspitze eines kleinen Schüchens kommt eine Frau in einem knielangen Kleid halb herein, sieht dich im Raum stehen. Huch! Ach, das ist mir jetzt aber furchtbar peinlich. Josef, da ist jemand von den Angestellten. Wir haben uns vertan, ich wollte nur zur Toilette. Sie macht die Tür wieder zu. Etwas, was durchaus Team Scarabeus, die weiter hinten im Raum sind, nachdem sie einmal alles abgesucht haben, mitbekommen kann. Oh, haben Sie das mitbekommen, Monsieur Fenelon, da hinten? Was glauben Sie, wer in diesem kleinen Hütchen ist? Ich habe so eine Vermutung. Ich auch. Komm, wir tun es unseren Vorgängern gleich und lachend bewegen wir uns Richtung Putzkammer. Und ja, ich schaue kurz mal um und würde dann Clara zuerst reinlassen. Mhm. Ich drücke die Türklinke runter, mache die Tür auf. Hallo. Und die Tür hinter uns wieder zu. Bonsoir. Da sind Sie. Wo waren Sie? Ich hatte ein Problem mit dem Schloss. Ich musste mich verstecken. Hm. Bon. Wollen Sie hier drin bleiben oder? Haben Sie schon was gefunden? Sind Sie schon fündig geworden nach Dingen, die wir brauchen? Ja, wir haben uns aufgeteilt und wir beide haben nicht nach den Skarabäen gesucht, aber leider werden sie zurzeit nicht ausgestellt, sondern befinden sich in der Restauration. Ja. Oh ja, ich wollte gucken, dass ich halt da mit diesem Kasten runterfahren kann, aber ich kriege die Tür nicht auf und überall laufen jetzt mittlerweile die Gäste umher. Du hast ja gesagt, dass da Putzmittel stehen und noch Kittel. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Idee, mich als Putzkraft zu verkleiden, damit ich nicht ganz auffalle, mich aber immer noch in den Gängen bewegen kann. Das würde ich jetzt meinen Teamkameraden vorschlagen, ob das eine Möglichkeit wäre. Oui, oui, tun Sie das. Und Sie sagen, Sie kamen nicht in die Kasten, weil ein Schloss darin ist. Ja. Wo ein Schloss, da ein Schlüssel. Draußen sind genug Wachmänner. Vielleicht können wir dort einen entwenden, Sie als Putzkraft. Sind Sie gut mit den Fingern? Ja, recht in Ordnung, ja. Très bien, dann versuchen wir das. Warum nicht den offiziellen Weg? Sie gehen als Putzkraft und mit einem kleinen Schlüssel in die Schloss kommen wir hinunter. Gut, wir sollten nicht zu lange hier drin bleiben, Mademoiselle. Wir versuchen, die anderen zu finden und rauszufinden, wo der Rest ist. Und Sie putzen. Ja. Oh. Ja, dann wieder raus. Wieder mit Clara. Lustig lachend. No, was Sie alles erzählen. No. Aber Ihr Leben ist auch so interessant. Well, das kann man sagen. Ja. Also, Sie sollte in Paris sehen. So, und dann schauen wir mal, ob wir Günther, Emil oder Lilly finden. Gut, ja, Emil und Lilly stehen durchaus sichtbar, vermutlich noch vor dem Kasten mit der Eisentafel, während sich rings um sie herum das Publikum langsam ausdünnt. Da würde mich mal interessieren, wie sind denn diese Vitrinen genau gesichert? Also haben die einfach nur, ist es Glas und die haben einfach ein Schloss dran oder? Es ist Glas und das Glas ist an einer Scharnier auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist ein Schloss dran. Es sind keine irgendwie logischerweise elektronischen Sicherheitsmaßnahmen, die wir 1926 sind. Aber du siehst auch keine Fäden, die dann reißen würden und irgendwie verräterisch wären oder irgendetwas anderes. Also es ist wohl sicher offensichtlich eine einfache Frage, ob man das zerbricht oder ob man es aufschließt, um an den Inhalt zu kommen und wie man das macht, ohne dass man direkt gefasst wird. Was macht eigentlich unser Pater, der den Kopfschmuck gefunden hat? Ja, das ist interessant. Ist er auch in einer Vitrine oder ist er auf diesem Holzkopf? Der ist auf dem Holzkopf ausgestellt und der ist tatsächlich nicht in einer Vitrine, nur hinter einem Band, das für einen Sicherheitsabstand sorgt. Und in dem Raum steht ebenfalls jemand, der ein Auge auf alle Anwesenden hat. Ja, gut. Alleine wird das nicht gehen, deswegen gehe ich erstmal in den Bereich zurück, wo ich meinen Häppchenteller auffüllen kann und mache mich dann auch mal auf die Suche nach den anderen, um meine Erkenntnisse zu teilen. Das heißt, ihr trefft alle bei der Eisentafel wieder zusammen. Ian mit einem Schrubber. Und mehrere von den Angestellten gucken ihn irritiert an. Also, das hätte heute schon lange erledigt sein sollen.
Ich habe den Kopfschmuck gefunden. Er ist ausgestellt, nicht in Glas, mit einer passenden Ablenkung oder vielleicht einem Ausfall der Elektrizität. Wäre es mir möglich, ihn in eine dafür vorgesehene und vorbereitete Hakenvorrichtung an meinem Gürtel unter meiner Soutane zu befestigen? Wollen wir das Ganze nicht sowieso vielleicht heute Nacht erst erledigen? Nur mal so Ihr bleibt, würde ich auch sagen, wir bleiben, bis sich die Publikum wie heißt's? Und dann schlagen wir natürlich zu. Ne? Hm. Weil es ist ein bisschen komplizierter. Unsere Käferchen sind im Keller tatsächlich. Und der Keller ist, wie unsere Putzkraft hier gerade versichert, versperrt. Mit einem Schloss. Aber vielleicht kann man ja noch die Treppe hinuntergehen, von der unser Auftraggeber berichtete. Hm. Auch das vielleicht, wenn das Museum später mal leer sein wird. Und das ist die Tafel? Das ist die Tafel hier. Ich schaue mir die Tafel mal an. Die ist gesagt, wie gesagt, ungefähr zwei Hände übereinander groß, aus einem dunklen Eisen und mit verschiedenen Schriften eingeprägt. Eine davon, denkst du, ist ägyptisch. Das sind all die ganzen Bildchen, die da aufeinander folgen und irgendwelchen Sinn ergeben sollen. Eine davon ist hat auch Bildchen, aber noch welche, die noch seltsamer aussehen. Das müsste das Hethitische sein. Und Hebräisch, das ist eine frühe, sehr frühe Form des Hebräischen, wo du aber doch zumindest glaubst, ein paar erste Momente irgendwie was ich versuche mal ein bisschen was zu verstehen. Nein, das ist zu lange her, da habe ich nicht gut genug aufgepasst. Ja, du kannst nur so ein paar einzelne irgendjemand und Gesicht und diese Silben ergeben keinen Sinn. Larugigu, das ist kein Wort, das du irgendwo kennst in irgendeiner Form. Oder Lirugagu, das ist ja eben auch die Sache mit den Vokalen im Hebräischen, werden ja nicht alle davon markiert und du bist ja nicht sicher, wie das in dieser frühen Form da ist. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Ja, heute Nacht, also es klingt doch so, als könnte man die Skarabäen, wenn die im Keller gelagert sind, könnte das der Herr Ian doch möglicherweise relativ unauffällig, wenn er denn unten hinkommt, hier rausbringen. Würde ich sagen. Bei der Restauration wird nicht so viel momentan sein. Ja, also ich denke, wenn wir eine gute Gelegenheit haben, um die anderen Ausstellungsstücke zu ergattern, wie gesagt, ich bringe da einen Stromausfall ins Spiel, dann könnten wir auch schnell handeln. Dann wären wir schneller fertig. Außerdem wäre es doch, es hätte doch viel mehr Stil. Anderes Ablenkungsmanöver. Wie meinen? Nun ja, ein medizinischer Notfall vielleicht. Ja, aber ich kann sehr effektvoll in Ohnmacht fallen. Ja, auch das ist möglich. Allerdings hätte man dann relativ wenig Zeit, um das Gebäude zu verlassen, denke ich. Denn der Wachmann wäre ja, wenn er sich ablenken lässt, nur kurzzeitig abgelenkt. Und das dann in zwei Räumen zu machen. Wie ist der Stein? Ah ja, ein Glas. Also den kriege ich nicht so leicht auf. Und ich befürchte, wenn wir jetzt heute was mitnehmen, dann wird es heute Nacht wahrscheinlich hier unerfreulich. Sicher. Das heißt, wir sollten warten, bis Herr Ian unten seinen Job erledigt hat und dann vielleicht relativ zeitgleich die beiden anderen. Und ein Generalschlüssel wäre nicht schlecht. Das wäre fantastisch. Aber na gut, ich möchte mich der Mehrheit anschließen. Ich bin nur ein Freund von Sicherheit und ich finde, eine Flucht ist immer etwas stressig, wenn man doch nachts gemütlich hinausspazieren kann. Jo, man kann auch am Abend mit hoch erhobenem Haupt hinausspazieren. Glauben Sie mir. Nicht jeder hat so ein praktisches Gewand und diese Eisentafel, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich schließe mich der Mehrheit an. Ui. Ja, was denken Sie, Lilly? Was haben Sie vielleicht eine Möglichkeit, um den Herrn hier Ian in den Keller zu bringen, wenn ein Schlüssel das Problem ist oder ein Schloss oder gibt es schon einen anderen Plan? Dazu müsste ich sehen, dazu müssten wir mal runtergehen, die Treppe runter und schauen, wie es unten aussieht, ob es vielleicht einen Lüftungsschacht oder irgendeine Öffnung gibt, durch die ich mich durchquetschen kann. Vielleicht. Aber wenn die Tür abgeschlossen ist, dann ist sie auch von innen abgeschlossen. Also ich nehme an, heute Nacht werden hier auch Wachen sein. Vielleicht nicht ganz so viele, aber doch die eine oder andere. Mit der einen oder anderen werde ich fertig. Laut dem Gelächter kommen mehrere Leute, die schon sichtlich angeheitert sind, an eurer Gruppe vorbei. Und ihnen folgt
die Frau von Ammergau, die erst an euch beinahe vorbeischreitet und dann kurz innehält, sich anschaut, wer da alles versammelt ist und offensichtlich von der Zusammenstellung der Person ein bisschen amüsiert scheint und dann sich kurz leicht vorneigt. Ah, Pater, Sie interessieren sich für die Hethiter. Frau von Ammergau, ich habe mich noch nie für etwas anderes interessiert als für die Hethiter. Naja, es ist leicht übertrieben, aber meine Interessen sind auf jeden Fall vielfältig. Und auch wenn ich wenig davon verstehe, finde ich es doch mindestens schön anzusehen und kann doch irgendwie auch erkennen, was für eine Ehrwürdigkeit in diesen Stücken liegt. Ich hoffe, Sie vergnügen sich hier und finden etwas Interessantes. Und wenn Sie eigentlich schon mal mit der Fußspitze auf einen Fleck, hier ist noch Dreck und winkt Handnis, ohne ihn genauer anzuschauen. Ich komme sofort. Verzeihen Sie, ich mache das sofort weg. Gut, ich wische. Was wollten Sie sagen, Pater? Kennen Sie eigentlich schon Guillaume, meinen guten Freund aus Paris? Bonsoir, ich Fräulein Ammergau, ich bin sehr überrascht und sehr erfreut. Frau von Ammergau, ich bin mit mir nicht unverheiratet. Ah, Madame, ich bin überrascht und erfreut über diese riesige Sammlung. Sie ist sehr, sehr anschaulich. Und wer ist das? Sie neigt sich vor und schaut Emil an, müsste den von oben nach unten. Ich muss kurz weg und gehe. Ich bin so ganz klein und unauffällig und wiesel ganz schnell irgendwo. Es könnte Richtung Toilette sein, es könnte Richtung anderes Ausstellungsstück sein. Mit so hoch wohlgeborenen von Frauen geht gar nicht. Schnell weg. Wie heißt der Emil nochmal weiter? Freising, Monsieur Freising heißt er. Das nennen wir aber nicht. Wir nennen ihn Freising. Und Monsieur Freising ist sehr, ich glaube, es waren die Lachsäppchen, oder? Er ist doch wieder sehr, sehr plümerante. Ja, es ist außerdem ein nervöses kleines Kerlchen. Hm? Oui. Ja, sein Vater legt großen Wert darauf, dass er ein bisschen eingeführt wird in die Gesellschaft. Er hat großes Interesse an moderner Architektur und klassischer. Und überhaupt. Moritz, wo geht Emil? Wo flüchtet Emil denn hin von dem Gespräch? Ich bin jetzt zu der rechten Tür, die ich schon für den Ostflügel zuvor hielt. Die finde ich super. Das ist ja auch der Ostflügel. Aber es wurde am Anfang gesagt, die Hethiter sind nicht im Ostflügel, die sind bei den Ägyptern in der Mitte. Um alle Verwirrung aufzuräumen. Dann, im Ostflügel sind griechische Antiken. Dann sind da die Minoa und so, alles genau. Gut. Dann finde ich die super. Du findest die Minoa super. Puh, du stehst vor barbusigen Frauenstatuettchen, die Schlangen auf den Hals liegen haben und bist einen Moment lang erleichtert. Eine Hand legt sich auf deine Schulter und jemand im Livree neigt sich vor und sagt, kann man Ihnen helfen? Ich glaube, Ihnen geht es nicht gut. Ja, ich suche Bananenkanapés. Haben Sie ein Bananenkanapé für mich, junger Mann? Wollen Sie mir vielleicht in die Küche folgen? Das wäre total freundlich. Wenn Sie natürlich einen Sonderwunsch haben. Ja, ich komme gerne mit. Kommen Sie doch mit. Und er geht durch den großen Teil wieder zurück. Kurzer Blickkontakt zwischen ihm und Frau von Ammergau und vermutlich auch zwischen der Gruppe und Emil. Und Emil guckt alle verwirrt an, aber folgt mal diesem freundlichen Mann Richtung Küche. Das kann nie schaden. Die Küche, da sind tatsächlich einige Leute immer noch fleißig dabei, Dinge, Häppchen zurechtzuschneiden, anzurichten und dergleichen. Und der Mann schiebt dich dort rein und sagt, dieser Herr hätte gerne ein Bananenkanapé. Ein Koch schaut dich an, als wärst du eine Kakerlake, die eben aus seinem Kanapé hervorgekrochen ist. Was soll das sein, Bananenkanapé? Sie können auch Lachs drunter machen, das ist in Ordnung. Aber eine Banane muss drauf. Unglaublich, unglaublich. Also eine Spezialanfertigung? Eine Spezialanfertigung. Das wäre wunderschön, ja. Lässt dich allein und kurz darauf hast du tatsächlich einen Teller, auf dem eine widerliche Anrichtung ist von Bananen, Lachs und einer Zierde von Petersilie obendrauf. Ich weiß vermutlich auch, dass mindestens drei Köche drauf gespuckt haben, aber da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich gehe jetzt mit dem Teller ganz langsam und unauffällig Richtung Hethiter, denn irgendwie ist mir das alles... ich hatte so einen kurzen
zu Kopf gestiegen Moment mit diesem schicken neuen Hemd und jetzt reicht aber auch wieder. Also Leute, kommt runter, ich brauche jetzt den leeren Hethiter-Raum und mein Bananen-Lachs-Kanapee. Was machst du mit dem Bananen-Lachs-Kanapee? Ich esse das natürlich auf dem Weg. Das ist ekelhaft. Das denkst du? Ich gehe da fest von aus und ich werde es nicht nachkochen, um es auszuprobieren. Ich auch nicht. Der Chat fordert schon einen Wurf auf geistige Stabilität, finde ich, für diesen Zusammenhang. Nein, dann bin ich tot auf der Stelle. Vergesst es. Gut. Erst bei Bananen-Kanapee. Mhm. Und während ihr euch nähert, hört ihr auf einmal eine laute Frauenstimme, die einen aus dem Eingangsbereich macht. Und die paar Leute, die außer euch noch im ägyptischen Raum sind, schauen sich alle verwirrt um und fangen an, in die Richtung zu streben. Anscheinend hat jemand euren Plan übernommen, Fräulein Lili. Das scheint so. Kann man von hier aus sehen, was sich da abspielt? Wenn du so 5 Schritte ungefähr machst, hast du einen Winkel, dass du sehen kannst, dass dort eine Frau relativ aufgelöst mit einem Taschentuch wedelt und am Boden liegt ein Mann, sich eine Hand auf die Brust presst, aber sichtlich noch mit ihr redet, mit einer Hand gestikuliert. Alles gut, alles gut. Aber es stehen jetzt schon mehrere Leute herum, mehrere von den Bediensteten neigen sich herunter und versuchen dem Mann zu helfen. Ist denn dieser Raum jetzt gerade bis auf uns leer? Gerade siehst du jemand am anderen Ende noch in die Toilette entschwinden und jetzt seid ihr allein. Vielleicht nur für ein paar Sekunden, aber allein. Ich wüsste gerne tatsächlich, dass der Kopfschmuck war nicht in der Minoa-Kreta-Abteilung, wo ich jetzt Nein, bin, oder? Troja ist tatsächlich eine eigene Abteilung. Dann würde ich, wenn ich das Geschrei gehört habe, würde ich da gerne rübergehen und gucken, dass nicht jemand den genialen Lilly-Trick verwendet, auf den noch nie zuvor in der Geschichte des Raubzugs jemand gekommen ist. Ich würde mich in die Tür stellen und den Leuten im Raum Gelegenheit geben, das zu tun, was sie vielleicht tun wollen. Du stehst in der Tür. Emil läuft zum Kopfschmuck. Was machen die anderen 4? Hans, was macht Ian? Entschuldigung. Wenn ich versuche, Augenkontakt zu Lily herzustellen, ob sie es gerne jetzt versuchen möchte, etwas in dieser Ausstellung zu machen, und verweise auf meinen Putz, indem man Sachen ganz leicht theoretisch verschwinden lassen könnte. Ja, die Tafel zum Beispiel. Mesdames, wie kriegen wir das Glas weg? Also, Lilly ist jetzt kein Profi, was Schlösserknacken angeht, aber so auf mechanische Reparaturen hätte sie so 30%. Schließtechnik wäre aber das, was wir suchen. Mechanische Reparaturen, ja. Könntest du schauen, ob du es irgendwie ausgehakt bekommst. Ja, nein. Zu auffällig. Oder dran rumzubasteln. Zu auffällig. Guillaume, Sie können nichts, was uns hier weiterhilft? Man könnte aus Versehen die ganze... Guillaume starrt dich offensichtlich wortlos an. Man könnte vielleicht aus Versehen irgendwie die ganze Vitrine irgendwie umkippen? Ist sie fest verankert? Nein, das ist ein hoher Holzklotz, der mit Gips außen verziert ist. Der ist nicht fest verankert. Très bien. Guillaume, wollen Sie das schwarze Schaf sein und das Ding jetzt hier einfach schnell stehlen? Wir beschuldigen den Putzkraft und Sie gehen so raus, wie Sie... Du bist Guillaume. Ah, oui. Manchmal verliere ich meine eigene... Ian, wollen Sie das Ding unter großem Tumult stehlen? Die Putzkraft wird nicht aufgehalten. Sie gehen so raus, wie Sie reingekommen sind. Und wir haben einen Diebstahl, der uns vielleicht die anderen Diebstähle ermöglicht. Wir können es versuchen, ja. Dann jetzt, dann ja. Halt, kurze Anmerkung. Ich höre mit einem Ohr hin. Mhm. Und ich möchte, sobald ich merke, dass sie offensichtlich das Glas zertrümmern werden, suche ich mir einen Bediensteten mit einem Tablett und einer Menge Champagnergläser darauf. Es steht einer in der Tür, wo du ja dich auch gerade platziert hast. Ja, der wahrscheinlich auch der Richtung... Der auch noch gafft gerade. Ja. Dann schaue ich so mit einem Auge nach hinten und in dem Moment, wo irgendwas mit diesem Glas der Vitrine passiert, stolpere ich und remple diesen Kellner an, dass den Rest überlasse ich deiner Erzählkunst, aber ich glaube, die Absicht ist klar. Du rempelst den Mann an. Moment. Wer schubst? Ja, ach so, ja, okay. Gut, also schubst jemand die Vitrine? Ja. Niemand traut sich. Ich schubse die Vitrine. Du schubst die Vitrine. Und warte, dass Ian das Ding schnell schnappen kann. Ja. Fällt und knallt auf den Boden mit einem lauten Klirren und
Scheppern, das gleichzeitig gespiegelt wird von einem Klirren und Scheppern von der Eingangstür zu der Halle, als dort ein ganzes Dutzend voll beladener Champagnergläser von einem Silbertablett fliegt und sich am Boden verteilt. Man lautet "Nein! Oh!" unglaublich Stimmen hört und selbstverständlich die ersten Leute sehr strafend den Pater anschauen und sich dann schämen dafür, dass sie den Pater anschauen. Ich rufe laut, sodass es auch sämtlichen anderen Lärm übertönt. Können Sie nicht aufpassen, das ist eine bodenlose Frechheit, dass Sie mich hier einfach anrempeln. Sehr schön. Und gleichzeitig ist mit einem dumpfen Dunk die Platte auf den Boden gefallen, umgeben von zahlreichen scharfen Splittern und Bestandteilen des ehemaligen Glaskastens, der dort zerschellt ist. Was möchte Ihnen machen? Maguire, alle, alle! Ich reagiere und lasse die Tafel schnell in den Kasten verschwinden, den ich hin und her schiebe und gib mir doch einen Glückswurf mal. So. Es klappt. Ich habe Glück. Du hast Glück. Du sammelst das Ding ein und schaffst es dir dabei nicht, die Finger irgendwie an Scherben aufzuschneiden und dergleichen und lässt es in deinem Karren verschwinden. Und in dem Moment hörst du, wie hinter euch eine Tür aufgeht von der Toilette, wo eben jemand verschwunden ist. Vorne der Pater steht da und ist jetzt das Zentrum von einem sehr verwirrten kleinen Sturm. Ihr habt so zwei Zentren da. Einmal der Mann, der langsam vom Boden wieder aufgehoben wird und sich Luft zu fächelt mit einer Hand. Und dann der Pater, der sich bei dem angestimmt hat, ich hab sie überhaupt nicht, ich hab sie nicht an... Was ist denn... Wollen Sie damit sagen, dass ich sie anlüge? Pater, selbstverständlich nicht. Das ist unglaublich, ich werde mit Frau von Ammergau darüber sprechen, was hier für Leute arbeiten. Das ist unfassbar. Was wollten Sie mit mir besprechen? Fragt Frau von Ammergau und nähert sich dir. Dieser junge Mann hat mich einfach angerempelt. Er hat gegafft, er hat auf die Szenerie gegafft mit dem Tablett in der Hand. Hat mich nicht gesehen, hat mich angerempelt, hat alles fallen lassen. Was ist das hier an Champagner? Was für eine Champagnerverschwendung? Unglaublich. Interessant. Währenddessen Emil ist rübergelaufen zu dem Kopfputz. Und du findest tatsächlich die Halle auch gerade leer vor. Dir kommen Leute entgegen, als sie irgendwie den Tumult von beziehungsweise die... Gute Frage. Dir kommen Leute entgegen und wären auf dem Weg in die ägyptische Halle gerade. Wo du weißt, dass die anderen soeben versuchen, die Tafel zu stehlen. Ihr habt was gehört. Mhm. Was möchtest du tun? Ist da sonst niemand? Betritt auch sonst niemand diesen Raum? Nee, der ist dann jetzt gerade leer, als du da reinkommst. Gibt es irgendein Gefäß, wo ich das... das ist auch die älteste Nummer der Welt und man kommt danach nicht... Ich blick mich nochmal um. Moritz, denke mal dran, die älteste Nummer der Welt ist 1926, vielleicht noch sehr richtig modern. Handaktuell. Ich blick mich in wirklich alle Richtungen um. Denn eigentlich will ich ja nur gucken, ob das nicht geklaut wird. Aber wenn die Situation sich ergibt. Würfel doch mal auf Verborgenes erkennen. Ich habe natürlich die klassischen 25% und habe 7% gewürfelt, wie sich das gehört. Du machst aus, dass einer von den schweren Vorhängen an einem der Fenster sich bewegt und dann die Spitze eines Schuhs darunter hervorschaut, als jemand sich dort langsam und lautlos herablässt. Dann renne ich leise zu dem Holzkopf hin und nehme das Ding runter, halte es hinter den Rücken und weiche so zurück zur Tür. Der Vorhang wird beiseite geschoben und dahinter steht ein Mann, der eine weiße Maske trägt, die an Porzellan oder Knochen oder etwas Ähnliches erinnert und der den Kopf leicht fragend schief legt, als du dort mit einer klassisch schuldigen Haltung die Hand hinter dem Rücken langsam von ihm zurückweichst. Ja, ich hab hoffentlich nicht so weit bis zur Tür, oder? Er sagt, ein guter Anfang und hebt die Hand und... Plötzlich spürst du einen Schmerz an der linken Schulter, als du getroffen wirst von einem Messer, die dieser Mann schlicht und einfach zu deiner Überraschung geworfen hat. Das ist überraschend. Und verlierst dadurch 3 Trefferpunkte. Ich habe einen Profis geschickt, verdammt. Ja, das stimmt, wir sind die Idiotenablenkung. Ja, wir sind die Idiotenablenkung mal wieder.
genau das dämmert mir in dem Moment. Und ich schreie natürlich laut auf, wie ein Schuljunge, der auf dem Schulhof erwischt worden ist, und schreie: Hilfe! Aua! Feuer! Mörder! Feuer! Diebe! Hierhin! Und falle so, lass mich so ein bisschen fallen mit dem Rücken auf die Krone und zeige immer auf den Typ, egal wenn einer reinkommt. Du spürst, wie sich feinste Blechteile in deinen Rücken und Hintern bohren. Wenn ich hab in das der lieber Halle, so. In der Halle hört ihr gleichzeitig Hilfe, Aua, Moriner Mörder, Diebe, Feuer und weitere klagende Worte und Emils Stimme aus dem anderen Saal klingen, während die Tür zu den Toiletten aufgegangen ist und drei Leute herauskommen. Ihr habt vorher nur gesehen, wie einer dort hineingegangen ist. Eine von den Personen legt gerade eben noch eine weiße Maske an mit einem ausdruckslosen, selig lächelnden weißen Gesicht und nähern sich jetzt euch ziemlich zielstrebig. Miglaier, Abzug mit deinem Putzwagen. Ja, bloß schnell weg hier. Ist das jetzt eine Bühnenschau? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es drehen sich mehrere Leute im Eingang jetzt um und sehen, dass dort eine Vitrine kaputt gegangen ist, nachdem sie Mörder, Diebe, Feuer auch hören. Und sehen, dass dort drei Leute mit Masken auf euch zukommen und dass ihr alle beisammen steht und ein Diener gerade eilig mit seinem Wagen wohin fährt. Du hast die Wahl zwischen in Richtung der Versammlung, wo der Pater den Champagner verschüttet hat, in Richtung der Halle, aus der erst Diebe, Mörder, Feuer lautet, in Richtung der Toiletten, wo gerade drei maskierte Leute rauskommen, oder in Richtung Mykene und frühes Griechenland. Wo sind gerade weniger Leute? Also aus allen Richtungen kommen gerade Leute oder schreien Leute. Am stillsten ist es in Mykene. Ich mache mich auch für den Mykene-Bereich. Du biegst mit deinem Wägelchen ab in den Gang, der zum Saal für Mykene und frühes Griechenland führt. Währenddessen kommen jetzt die ersten Maskierten auf eure Gruppe zu und einer von denen greift direkt nach Guillaume, der als nächster in ihrer Richtung steht, und fragt: Wo ist die Tafel? Die Tafel? Mesdames, wo ist die Tafel? Ich schrei ganz laut, Hilfe! Hier war ein Kerl, der ist gegangen, der hat irgendwie etwas mitgenommen und das Ding umgeschmissen, ich weiß nicht. Es ging alles so schnell, ich habe das gar nicht mitbekommen. Was ging so schnell? Welcher Kerl? Wohin ist er? Aber haben Sie gesehen? Ich bin mir nicht sicher, es waren so viele Leute und ich habe es nur klirren hören und da war so viel Geschrei und ja, irgendwo da aus der Tür und ich zeig so Richtung Tür. Sind Sie von der Sicherheit? Ist das ein Diebstahl? Dann müssen Sie Frau von Ammer... Inzwischen ist Panik auch bei der Sicherheit und bei den anderen im vorderen Saal, als jetzt die Person, die Guillaume an seinem Hemd festhält, aus ihrer weiten Jacke ein Messer mit einem kurzen Griff und einer langen dreieckigen Klinge herausschüttelt, und dann kommen erste panische Schreie auch aus der Richtung. Und mehrere von den Angestellten bleiben jetzt mit erhobenen Händen etwas panisch stehen, während hinter ihnen die ersten Gäste aus dem ganzen Gebäude rausstürmen. No, jetzt sehen wir mal langsam, nicht wahr? Ich habe die Tafel wirklich nicht gesehen. Wo ist dein Akzent hin, Betrüger? Ja, manche ziehen sich Masken auf, manche verlieren ihre Masken, nicht wahr? Du bist der Erste. Er sticht zu. Wie möchtest du darauf reagieren? Ausweichen oder gegenschlagen? Wahrscheinlich ist Ausweichen klüger. Er hält mich aber auch fest, ne? Nee, Ausweichen bin ich besser als gegenschlagen. Ja, ich versuche auszuweichen. Du bist also festgehalten, deswegen weichst du mit einem Strafwürfel aus. Ja. Das heißt, einer mehr, nicht wahr? Und dann das Höhere. Das klingt nahezu unmöglich. 82, das ist unmöglich. Du unterliegst diesem Wettbewerb eindeutig, da der andere zumindest einen normalen Erfolg geschafft hat. Und nimmst 4 Trefferpunkte Schaden mit dem ersten Stich. Es ist erst sauber seitlich in deinen Körper eingefädelt und die Klinge bleibt dort stecken und du siehst, wie er sich anspannt, um sie weiter in deinen Körper reinzuschieben. Wie reagiert der Rest darauf? Oh Gott, ich... Bitte.
Ich würde mich sofort auf Guillaume werfen und versuchen. Ist der Typ noch mit dem Messer direkt an ihm dran und ja, sticht ja. das weiter an sich rein? Oh, okay. Ja. Dann versuche ich den Typen wegzustoßen, irgendwas zu machen. Dann gib mir doch mal einen ganz einfach einen Handgemenge-Angriff. Oh Gott, oh Gott. Nein, doch, ich hab's geschafft. Oh Gott, ich hab's geschafft. Mit 21. Das heißt, du schubst ihn tatsächlich. Der hat nicht damit gerechnet, dass ihn die zierliche kleine Gelehrte da angreift und stolpert zur Seite mit einem löst sich das Messer aus der Wunde von Guillaume und tut noch einmal wirklich schmerzhaft weh. Die anderen beiden von den Maskierten lassen jetzt ebenfalls mit einer schüttelnden Handbewegung Messer aus den Ärmeln ihre Hände fallen. Ihr würdet mir doch einfach mal kurz sagen, wie euer Geschick ist, damit wir uns orientieren können, wer wann dran ist. 80. 60. Mhm. 65. 60 für Guillaume. 65 für Clara. Der Pater. Ich habe stolze 35. Wunderbar. Emil, der du in der Nachbarhalle ebenfalls von einem Maskierten angegangen bist. Ja, ich habe 75. 75. Und unser Ian, der mit dem Karren in die eine Halle flieht. 84. 84. Dann ist Ian jetzt als erster dran. Du hörst hinter dir Schreie, Guillaume, der aufschreit. Und offensichtlich allgemeine Panik bricht aus. Wo willst du hin mit deinem Wägelchen? Was willst du tun? Ich sehe, wie panisch Menschen rauslaufen. Und ich überlege, ob ich diese Gelegenheit nutzen kann, um diesen Wagen raus aus dem Geschehen, raus aus dem Gebäude zu bringen. Das kannst du versuchen. Allerdings bist du dann genau in die falsche Richtung gelaufen. Denn der Seitenflügel hat keine andere Verbindung zu dem Rest des Gebäudes als eben zu der ägyptischen Halle in der Mitte. Dann schaue ich, habe ich noch eine Verbindung zu einem anderen Raum oder muss ich, egal was ist, wieder zurück in die Halle? Du musst, egal was ist, zurück in die Halle. Dann werde ich das nicht tun, sondern ich werde mich versuchen, in dem Exponat, hinter einem Exponat zu verstecken. Gut, dann kannst du ja schon mal auf verborgen bleiben würfeln, während du mitsamt deinem Wagen, beziehungsweise holst du die Tafel da raus, versuchst dich in dieser Halle irgendwo zwischen den barbusigen Statuetten und irgendwo geklauten Wandbildern zu verbergen. Anscheinend guckt mein Fuß noch unter dem Sockel der Statue raus. Mhm. Verstehe. Du verbirgst dich, während das Chaos weitergeht. Julia, was macht denn Lilly, als offensichtlich jetzt frei auf Guillaume eingestochen wird? Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, sie fängt an zu schreien. Der Gedanke war eigentlich, irgendwie Hilfe herzubringen, aber das klappt, glaube ich, nicht so richtig. Ich würde irgendwie zurückweichen und schauen, ob ich mich mit irgendwas bewaffnen kann, mit vielleicht irgendwas von dieser zerbrochenen, von diesem zerbrochenen Schaukasten oder so. Glassplitter und hinter dir an der Wand, nur mit einem Band von dem Rest des Raums getrennt und nicht hinter Glas, hängen Flegel und irgendwelche anderen Herrschaftszeichen aus Meteoreisen von irgendeiner ägyptischen Dynastie. Das klingt super. Das heißt, du schnappst dir einen Haken mit vergoldetem Griff und aus einem Meteoreisen geschmiedeten Material und drehst dich um und bist bereit, in der nächsten Runde jemandem damit zu zeigen, wo der Haken hängt. Emil, du liegst in dem Raum mit einem Maskierten, der jetzt forschen Schritts auf dich zukommt. Jawohl. Mein Plan war ja eigentlich jammernd, so lange zu warten, bis genügend Personal kommt, um die Sache zu klären. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also werde ich mich auf das konzentrieren, was ich neben Latein, Arabisch und Archäologie am besten kann. Meine Bewegungsreichweite von 9. Und werde wie ein Hase aufspringen und versuchen, mich in den Tumult in der Haupthalle zu mischen und mit den anderen Flüchtenden gemeinsam rauszulaufen. Das Messer lasse ich stecken, das habe ich irgendwo gelesen, das soll man tun. Dafür musst du auch erst wieder zurück in die ägyptische Halle. Absolut. Das ist der einzige Weg. Das ist korrekt. Das heißt, du rennst in Richtung der anderen und kommst dort an, als du siehst, dass drei Leute mehr oder weniger Guillaume umringen mit Messern in der Hand. Einer von denen wurde aber offensichtlich von Clara weggestoßen von seinem Opfer, die an dem dranhängt, wie eine kleine, aber sehr wütende Wachperson.
Wen haben wir denn noch? Jetzt sind tatsächlich leider die Herren mit den Messern dran. Guillaume, was möchtest du machen, als zwei von denen weiter dich angreifen? Ich kann nur ausweichen oder kann ich noch was anderes machen? Du könntest versuchen, einen Gegenschlag zu machen. Ich hätte am liebsten aus meinem Hosenbund mein Revolver gezogen. 45 Pistole, Entschuldigung, meine Pistole gezogen. Das kannst du dann machen, wenn du dran bist, ja. Nee, dann mache ich keinen Gegenschlag, dann versuche ich weiterhin auszuweichen. Ich versuche jetzt auf dem Boden hin so ein bisschen zurückzurobben. Du robbst zurück. Der erste trifft dich mit einem weiteren Messerstich. Das sind 2 Trefferpunkte, die du verlierst. Und der zweite, der trifft dich ebenfalls, wenn auch nicht. Das sind ebenfalls 2 Trefferpunkte, die du verlierst. Die Leute stechen sehr entschlossen auf ihn ein, während Panikschreie vom Eingang kommen. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich natürlich auch in Panik schreie, aber ich denke, das spricht für sich. Aber alle schreien in Panik, ja. Gut. Was macht dann, wenn wir bei Clara angekommen sind, was macht sie? Du ringst immer noch mit einem. Warte, der versucht, dich loszuwerden, schafft es aber tatsächlich allerdings nicht. Der ist von einer plötzlichen Schwäche überkommen und du hängst an dem dran. Was möchtest du tun? Perfekt. Ja, ich möchte ihn weiter davon abhalten, jemand anderen anzugreifen. Ich sehe natürlich, wie auf Guillaume eingestochen wird und ich denke, okay, den möchte ich jetzt weiter im Griff irgendwie halten und am besten irgendwie auf den Boden werfen. Ich habe keine Waffe dabei, ich versuche ihn irgendwie so niederzuringen. Mhm. Gut, dann Handgemenge. Mhm. Wir schauen mal, ob er sich dagegen wehren kann. Was würfel ich hier? Diesmal nicht. 65, er hat aber auch nichts geschafft. Das heißt, es ist eher ein ziemlich ineffektives, dass ihr einander rumzieht und zerrt und versucht euch irgendwie von. Es sieht eher so ein bisschen aus, als wären das 2 Leute, die die Tanzchoreografie nicht aufeinander abgestimmt haben, die alle in unterschiedliche Richtungen wanken. Aber zumindest sticht er nicht weiter auf Guillaume ab, der jetzt was tut, schwer verletzt am Boden liegt. Tatsächlich vom Boden aus den 45er zieht und auf eine der beiden Personen schießt. Mhm. Den näheren Messerstecher. Dann. Schieße auf den Messerstecher. Jo, das sind 27 von 55, also ein schwieriger. Exakt. Hervorragend. Dann gib mir den Schaden. Mhm. Das sind 4 plus 2 sind 6 Schaden. Der taumelt rückwärts und geht tatsächlich mit einem erschrockenen Ruf zu Boden und presst die Hand fest auf die Wunde, aus der er blutet. Währenddessen kommen jetzt auch tatsächlich die ganzen Bediensteten näher und fangen an, sich in den Kampf einzumischen. Wir sind bei dem Pater angekommen, bei 35. Wunderbar, das ist alles eine sehr glückliche Fügung des Schicksals und das ist ja genau die Ablenkung, die wir brauchen. Deswegen werde ich mich aufmachen, um den Kopfschmuck zu stehlen, den ich immer noch auf dem Holzkopf wähne. Das heißt, du läufst im Grunde in Emil rein, der gerade aus der Halle kommt, panisch schreiend, und siehst hinter ihm eine weitere Person mit einer Maske. Ja, das... Halt ihn auf! Ich erfasse die Situation, baue mich vor Emil auf, sage, rufe, beim Herrgott, du wirst es nicht wagen, diesem armen Jungen noch ein Leid zuzufügen. Der Mann kommt weiter auf dich zu, ohne zu zögern. Blitz. Wer hätte gedacht, dass das nicht klappt? Also bei mir hätte es funktioniert. Ich fände es auch super. Vielleicht ist er einfach kein guter Christenmensch. Verrückt. Ian ist immer noch versteckt, aber während du da stehst, hörst du tatsächlich ein leises Tick, 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 Tick. Irgendwas bewegt sich hier in dem Raum. Ich schaue mich um und versuche herauszufinden, woher diese Geräusche kommen. Verborgenes erkennen, bitte. Es klappt auf dem Punkt genau. Und du kannst eine ausgesprochen fette Ratte sehen, die sich leise durch den Raum bewegt. Sie hält kurz inne und dann dreht sie sich zu dir. Und statt eines Rattengesichts hat sie einen kleinen Menschenkopf, der sich neugierig umschaut, nach oben, nach unten. Und obwohl es ein Menschengesicht ist, das nur so groß ist ungefähr, ein leises Schnüffeln von sich gibt. Gib mir doch mal einen Wurf auf deine geistige Stabilität.
46. Dann verlierst du nur einen Punkt. Das ist aber ein ganz schön verstörender Anblick. Nur einen Punkt. Es ist erstmal nur ein kleines Monster und er hat seinen Wurf geschafft. Fein. Julia, was macht Lilly in der Situation? Also ich du hast deinen Zepter Fede. In der Hand? Genau. Ich kann damit nicht toll umgehen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht so tun kann, als ob. Ich würde mich versuchen, irgendwie vor Guillaume oder wie auch immer er dann in echt heißt, ne, so ein bisschen irgendwie vor ihn zu stellen, also seitlich und den so, ne, so, komm nur her, versuch's nur. Und der schaut dich an und sieht dann den Gegenstand, den du in der Hand hast und sagt, Blasphemie. Du, weiß nicht, du möchtest den einschüchtern? Oder wie möchtest du auf ihn? Ja, einschüchtern ist jetzt nicht gerade ihre Stärke mit ihren 1,55, würde ich sagen. Ja, mein Gott, du kannst ja mal probieren, oder? Ja, vielleicht hast du ihr Glück. Wer weiß. Okay, also das glaubt ihr mir jetzt nicht, wenn ich das... Ich halte es in die Kamera, wie ich es gewürfelt habe. Es ist eine 14, ja? Mhm, ich habe den Grundwert 15. Ja. Das heißt, schauen wir mal. Er hat eine 19, sein Grundwert ist ein bisschen höher. Das heißt, auch bei dir, als er ausweicht, das ist ein Swish. Du schlägst mit dem Stab nach rechts und nach links, relativ unkoordiniert. Aber hätte er nicht zumindest ausreichend Respekt vor dir gehabt, dass er glaubt, du könntest ihm damit wehtun, hättest du ihm auch tatsächlich damit ordentlich einen verpasst. So weicht er einfach nur zurück und lässt Guillaume in Ruhe. Emil. Du bist in den Pater reingerannt, dann habt ihr euch einmal so ein bisschen umeinander gedreht und dann steht er jetzt vor dem bewaffneten Mann und sagt ihm, dass er auf jeden Fall den Jungen in Ruhe lassen soll. Du hast immer noch, es klimpert leise, als du weiterhin dich mit der Krone in der Hand versuchst zu verbergen, zu verhindern, dass dir jemand davon schnappt. Ich habe mittlerweile im Laufen mein Hemd hinten so ein bisschen aus der Hose genestelt und halte dieses Kronendiademgerät darunter, während ich weiter kreischend Richtung Ausgang laufe und versuche, in den Strom der Leute zu gelangen, die da wegrennen. Mhm. Gut, die meisten, siehst du, haben tatsächlich auch schon das Gebäude verlassen. Du hast die Ende der längsten Strecken gehabt, um zu fliehen. Und du rennst vor allen Dingen an Frau von Ammergau, die sich jetzt der Situation nähert und mehreren von ihren Bediensteten vorbei und auf das Eingangsportal zu. Und du siehst, zwei Bedienstete anfangen, es zu schließen. Ich kreische mit der einen Hand und renne so leicht in Schlangenlinien. Lass mich raus! Mörder! Hilfe! Feuer! Alle! Diebe! Ich will raus! Weg! Und renne und versuche noch da durchzuhuschen. Und mit einem leisen Klick schließt sich vor dir die Tür. Ich will raus! Ich mach die auf. Ist egal, wenn da ein Bediensteter ist, ich muss hier raus, das geht alles so nicht. Du zerrst also an der Tür, während ein Bediensteter versucht, dich davon wegzuschieben. Ja, natürlich. Dann gibst du mir auch mal ein Handgemenge. Ja, das ist mein Spezialgebiet. Ich habe ohne Witz 23 auf 25 gewürfelt. Ich habe ohne Witz eine 5 gewürfelt. Ja, das ist ein gutes Zeichen für dich. Ja, das heißt, du wirst tatsächlich von dem zurückgestoßen und so ein paar Schritte von der Tür weggeschubst. Er schaut dich mit einer ausdruckslosen Miene an und sagt, sie bleiben. Dann renne ich in die andere Richtung und schreie irgendwas. Zurück in Richtung der Haupthalle. Gut. Die Leute mit den Messern sind dran. Einer versucht immer noch hinter Guillaume herzusetzen. Aber mit einer 93 geht das auf jeden Fall fehl. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Nein. Ich mach mir Sorgen. Die anderen weichen aber jetzt tatsächlich auch zurück, als sich die restlichen Bediensteten nähern, die teilweise jetzt auch zumindest so einen Totschläger in den Händen haben. Und es fängt an tatsächlich, dass sich zwischen denen, den Dienern von Frau Ammergau und den Leuten mit der Maske, ein kleines Melee entwickelt in der Halle. Währenddessen, Clara, was möchtest du tun? Es kommen dir mehrere Leute zu Hilfe, die anfangen, auf den Mann mit dem Messer und der Maske einzuschlagen. Ja, wunderbar. Dann würde ich den ich gerade so am Griffel habe, quasi dann so von mir wegschubsen in die Arme der Sicherheitsleute mit den Knüppeln. Die können sich besser um ihn kümmern. Und dann würde ich mal zu Guillaume und mal schauen, was ich da mit seiner Wunde machen kann. Eventuell ein bisschen abdrücken und hat er viel Schaden genommen. Erste Hilfe vielleicht.
Ja, du kannst gerne auf Erste Hilfe würfeln. Hm? Wow, 19. Das ist sogar ein schwieriger Erfolg. Die Sache ist tatsächlich, dass Erste Hilfe vor allen Dingen wäre, um zu verhindern, dass er stirbt. Aber in diesem Fall heißt das, dass du ihn zumindest verbindest und dafür sorgst, dass es keinen weiteren Schaden nimmt und er auch eine Chance hätte, sich zu erholen von jetzt an. Es wird schon wieder gehoben, es wird alles gut. Merci beaucoup. Merci vielmals. Pate, an dir stürmen mehrere Leute mit Totschlägern vorbei auf den Mann mit dem Messer zu, der jetzt innehält und einen so einen halben Schritt zurück macht und es offensichtlich jetzt gleich in eine handfeste Schlägerei übergehen wird. Um euch herum ist Chaos. Schreiend kommt Emil in die andere Richtung wieder entlang gelaufen. Kann ich bitte die Filmrechte haben? Ich laufe zu Emil und halte ihn mal auf. Du wirst festgehalten. Willst du mich am einzigen hindern, was ich kann? Ich reiß, Emil, mich los. Emil, bleib stehen, bleib stehen. Ich renne weiter, ich renne dahin, wo ich weiß, dass hinten die Toiletten sind. Gut, ich laufe mit ihm in die Richtung. Ha, aber ich habe heute schon trainiert, du hast keine Chance mitzuhalten. Du blutest aus einer Wunde. Währenddessen in der mykenischen Ausstellung. Das Rattending mit dem menschlichen Gesicht schnüffelt und bewegt sich dann langsam in die Richtung von einer Statue, die verdächtigerweise drei Füße hat. Und Ian hört eine leise Stimme vor sich hin murmeln. Ah, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Warum ist es hier? Es sollte doch woanders sein, aber ich kann es riechen, riechen, riechen. Verdächtig. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier außer den Masken? Es trippelt näher an dich heran. Ich nehme eine abwehrende Haltung ein und mache mich auf alles gefasst. Ich bin wie gelähmt. Also ich robbe auf dem Boden langsam zurück und versuche Abstand zu gewinnen zu der Ratte. Die kommt jetzt um deine Statue herum getrippelt, sieht dich und das kleine Gesicht fällt fast in zwei Hälften auseinander, als es von einem tütenartig verwachsenen Ohr zu dem anderen grinst. Ah, sieh mal eine an, ein Mensch. Es setzt sich auf seine Hinterbeine und reibt kleine rosa Hände. Ein Mensch hat das Ding genommen, aber so unartig. Wie viele sind noch hier? Währenddessen in der Haupthalle stellt Frau von Ammergau die gleiche Frage. Wie viele sind noch hier? Und schaut sich um. Die meisten anderen Gäste sind geflohen. Sie sieht hinten Emil und Pater Günther, die vor der Toilette irgendwie eine Lebenskrise haben. Sie sieht Guillaume am Boden, Lilly, und zieht eine Augenbraue hoch, als sie sieht, dass du eins von den Exponaten vor der Wand genommen hast, um dich damit zu verteidigen. Und Clara? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es müssten mindestens 7 sein. Sie schaut zu einem ihrer Angestellten und sagt, es tut mir wirklich leid, dass heutzutage nahezu alles schiefgegangen ist. Aber angesichts der Tatsache, dass mir jetzt irgendwie die Leute hier ausgehen, werde ich wohl auf mein eigenes Humankapital zurückgreifen müssen, wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten. Scheuen Sie sich nicht zu schreien. Und sie macht einen Schritt vorwärts und schüttelt ihre Hand, die sich dabei in der Bewegung in ein Schlangenmaul verwandelt und in die Schulter von einem ihrer livrierten Diener beißt. Alle Leute, die das sehen, geben mir mal kurz einen Wurf auf geistige Stabilität. Nicht geschafft. No. Nicht geschafft. Nicht geschafft. 94, man muss drüber kommen, oder? Ja, ach, so war es richtig. Ja, dann. Nein, das sind 4 Punkte geistige Stabilität, die alle, die es nicht geschafft haben, verlieren. Alle, die es geschafft haben, verlieren nur einen einzigen Punkt. Während mit einem Zischen sich das, was vorher eine Hand war, ihr könnt auch vage die Umrisse von den Fingern sehen, die sich auf der Haube der Kobra abzeichnen, vorwärts werfen und blitzschnell die Fangzähne eben in das Fleisch von dem Angestellten schlagen, der daraufhin einen erstickten Schrei von sich gibt, aber tatsächlich sich nicht wehrt, sondern mit größter Beherrschung die Hände unten hält, während er anfängt zu zittern und sich ein dunkler Schaum vor seinen Lippen bildet. Was wollt ihr tun?
Ich schieb mich vor Clara, also genau, nicht geschafft. Ich ungezielt feuer meinen Revolver auf das Schlangenmonster. So viel es geht. Dam, 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 ohne zielen. Einfach drauf. Einfach drauf los. Schreiend. Du möchtest gar nicht zielen, dann würfel mal auf Glück. Schreiend. Auf was? Auf Glück? Ja. Ja, wenn du überhaupt nicht zielen willst, dann finden wir doch mal raus, was passiert. Ja, und schauen wir mal. Neust Moritz. Moritz hat Glück, denn ich habe Glück 49 von 60, ja. Das heißt tatsächlich, du triffst niemanden deiner Verbündeten. Wen du triffst, ist der Mann, mit dem gerade der Schaum schon vor dem Mund steht und der mit einem Stück... Ist ja auch ekelhaft. ...dann in sich zusammensinkt. Frau von Ammergau schüttelt ihre Hand wieder zurück in die normale Form von einer Hand und deutet auf Guillaume ihn zuerst. Was macht der Rest? Ich renne in diesen hinteren Gang. Das Einzige, was sich geändert hat, die Schreivariante funktioniert nicht mehr. Ich laufe halt einfach geradeaus. Da war ja vorher der Ian. Der muss ja da irgendwo reingekommen sein. Das heißt, ich renne in irgendein Zimmer, was ich irgendwo sehe. Natürlich. Da sind eine ganze Reihe Türen, die mit Privat und dergleichen gesichert sind. Du weißt, in einer davon ist das Putzmittel. Du kommst an der Klapptür vorbei, die den Aufzug weiter. Und du siehst ein Fenster. Ja, so in fast 3 Schritt Höhe, wo Ian sich mit seinem Kletterhaken halt reingehangelt hat. Was ist das für eine Architektur hier? Der hängt nicht mehr da, vermute ich sehr, Ian, oder? Du bist Profi. Also ja. Es wäre jemandem aufgefallen, wenn da noch ein Kletterhaken aus dem Fenster hängt. Nein, dann werde ich gucken, ob eins im Vorbeilaufen, so die Klinken von den Privaträumen runterdrücken, wenn eine aufgeht, da reinspurten und gucken, ob es ein Fenster hat. Ich will hier raus. Du spurtest da rein und siehst, das hat ein Fenster tatsächlich. Was passiert beim Rest? Das machen Lilly und Clara. Ich komme ja an der Frau von Ammergau irgendwie nicht vorbei in der Richtung. Da sind ja auch diese ganzen Bediensteten, oder? Das heißt, es bleibt ja im Grunde nur Richtung Toiletten, wenn man jetzt irgendwie flüchten wollen würde. Im Grunde ja. Mhm. Ja, ich nehme jetzt, also ich habe den Flegel weiter in der Hand und werfe Guillaume noch einen entschuldigenden Blick zu, ja, aber ich nehme jetzt die Beine in die Hand. Also nach dem, was ich eben gesehen habe, raus hier. Gut. Du läufst auch in Richtung Toiletten. Was macht Clara? Ich bin so hin und her gerissen. Ich bin voller Angst und will am liebsten wegrennen. Aber... Laufen Sie. Monsieur Clara ist in vollkommener Ordnung. Wir haben gerade festgestellt, Monsieur Lilly ist nicht die einzige Schlangenfrau hier. Gehen Sie, ich versuche, so gut es geht. Vielen Dank für Ihren Versuch. Bleiben Sie tapfer und ich laufe Lilly hinterher. Bleiben Sie tapfer. Pater, Emil hat sich von dir losgerissen und ist jetzt panisch den Gang hinunter gelaufen und hat irgendeine Tür aufgerissen. Ich bin auch völlig eingenommen von dem Anblick der nicht wirklich Frau von Ammergau, wer weiß das schon. Sehe aber gleichzeitig die Leute, mit denen ich hier das Schicksal teile, teilweise am Boden liegen und wild feuernd. Und deswegen schüttle ich mich ein bisschen, lasse das Adrenalin durch mich durchfließen, fasse meinen Rosenkranz am Hals, reiße ihn ab und schreite auf Frau von Ammergau zu und rufe sowas mit sich überschlagender Stimme wie: Teufel, Teufel, weiche zurück! Es sieht auf jeden Fall sehr dramatisch aus. An dir rennt noch Lilly vorbei mit einem ägyptischen Herrschaftssymbol in der Hand, während du mit dem Kreuz in die andere Richtung gehst. Clara stürmt ebenfalls an dir vorbei in Richtung der Toiletten und möglicher Rettungswege. Ian, vor dir hockt das Rattenwesen. Und du hörst auf einmal weitere Panikschreie aus der Haupthalle. Das Rattenwesen reibt sich seine kleinen rosa Hände. Dann mit dir haben wir vielleicht noch genug... Komm, komm, lass dich beißen. Ich schnapp meinen Besen und haue zu. Du schlägst mit dem Besen zu. Gib mir einen Wurf auf Handgemenge. Nein, 81 von 25. Das Ding hüpft leicht mit einer behenden kleinen Seitwärtsbewegung unter deinem Schlag weg und gibt ein kicherndes Geräusch von sich. Idiot! Und fängt dann an dir hochzukrabbeln mit kleinen rosa Händen, während es weiter kreischt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist die Tafel? Mal als Spielleitung gefragt, wo hast du die Tafel eigentlich gerade? Die ist in dem Putzschieber. Irgendwo im Raum steht. Genau, noch hinter der Säule, hinter der Statue. Ja.
Es fängt an, dich zu beißen mit seinem kleinen menschlichen Mund, aber ist dabei nicht stark genug aktuell, um durch deine Haut durchzukommen. Es ist einfach nur widerlich, wie es unter dein Hemd schlüpft und anfängt dort mit seinen kleinen Händen und seinen Zähnen an dir zu arbeiten, auf der Suche nach seinem Wertgegenstand. Guillaume, einer von den Bediensteten neigt sich zu dir herunter, den Totschläger in der Hand. Mit einer 64 hat er es ganz knapp geschafft. Was möchtest du tun? Achso, ich hätte versucht, genau, einen Gegenschlag. Ich würde versuchen, den abzuwehren, den Totschläger. Oder den Arm zumindest. Handgemenge dann wieder. Mhm. Ich habe gar nicht gemacht, was heißt denn? Ja, mal gucken, was ich finde. Klassiker. 20 von 25. Das heißt, du hast beim Gegenschlag tatsächlich einen gleichen Erfolg erzielt. 20. Das heißt, wir haben Gleichstand und es passiert einfach gar nichts aktuell. Was ist denn jetzt schon wieder? Lass uns mich gehen. Ein zweiter von ihnen neigt sich nieder, der schlägt aber tatsächlich daneben. Aber die scheinen jetzt absolut entschlossen zu sein, dir das Leben aus dem Leib zu prügeln. Während Frau von Ammergau mit einem ärgerlichen kleinen Geräusch vorwärts schreitet, das Tick, Tick, Tick von ihren Absätzen und wieder ihre beide Hände jetzt schüttelt, die sich mit einem Zischen erneut in Schlangen verwandeln. Und dabei ruft sie mit heller Stimme, Prospero, wo bist du? Das kleine Rattending bei ihnen. Sind wir jetzt bei Shakespeare? Und scheint zu lauschen. Was macht unsere Bande, die versucht, aus dem Gebäude zu fliehen? Emil, du stehst vor einem Fenster. Nee, ich stehe kein bisschen. Pass auf, die einzige Frage. Du rennst auf ein Fenster zu. Die einzige Frage, die sich stellt, ist: Ich habe ja das Gebäude betreten. Bin ich im Erdgeschoss im Erdgeschoss? Ja, dann werde ich ohne zu bremsen in dieses Fenster hineinspringen und versuchen schon im Sprung die Rolle anzudeuten. Ich finde, das ist tatsächlich vielleicht mal eine Probe auf Größe. Das macht man zwar nie, aber ja, ich finde, super. Es ist entscheidend, wie viel Masse du mitbringst, um zu klären, ob du die Scheibe durchbringst. Ja, ich habe eine 16 auf 55. Ich bin zwar ein Hänfling, aber diese Scheibe zerbreche ich dir noch. Mit einem lauten Klirren springst du mit der Schulter und dem Rücken voran gegen die Scheibe. Es tut sehr viel härter, als du gedacht hast, und es tut ausgesprochen weh. Das Ganze knickt aber ein. Es ist zu deinem Glück ein Sprossenfenster, sodass es einfach dort eine Sollbruchstelle hat, die auseinandergeht und mit einem Splittern und Knirschen sich löst. Und dann hätte ich gern noch einmal kurz eine Probe einfach auf deine Geschicklichkeit, um zu schauen, wie gelenk oder ungelenk du landest. Ich wollte gerade sagen, Seite. Geschicklichkeit kann ich. Aber jetzt habe ich eine 86 auf 75 gewürfelt, sodass es eher weniger behende ist. Das heißt, du schlägst dort weniger behende auf, musst dich erstmal wieder aufrappeln, hast ja den Luft aus der Lunge geschlagen und kommst erst taumelnd wieder auf die Beine. Mhm. Lilly und Clara, ihr rennt diesen Gang auch entlang. Du hattest ja gesagt, da gibt es noch mehr Privaträume irgendwie. Ja, du siehst die Tür, die zu dem Aufzug führt, die beiden Flügelklappen und mehrere andere Privaträume. Und eine von den Privatraumtüren steht offen und ihr hört ein lautes Scheppern und Klirren daraus. Mhm. Ja, der Aufzug ist keine so clevere Idee. Insofern, ich nehme irgendeinen Raum. Ja, wenn da schon eine Tür offen steht, renne ich da vielleicht hinterher. Mhm. Wie sieht es mit Lilly aus? Clara? Mit Clara aus, Entschuldigung. Ja, wie sieht es mit Clara aus? Lilly läuft ja vor mir und wir sollten zusammenbleiben, da haben wir höhere Überlebenschancen. Außerdem hat Lilly so eine tolle Waffe in den Händen. Ich laufe ihr mit hinterher in die offene Tür rein. Gut, du läufst ihr in die offene Tür hinein. Und hinter euch folgt Frau von Ammergau, die Schlangenhände ausgestreckt. Die neigt sich vor und auf eine sehr undamenhafte Weise legt sie an Geschwindigkeit zu, ihre Absätze klappern und ihr seht, wenn ihr euch umdreht, wie unter ihrem Gesicht sich etwas bewegt, als wären der Hände drunter, deren Finger sich spreizen, ausdehnen und wieder zusammenziehen und das Ganze in eine Fratze verwandeln, die dann langsam wieder Ähnlichkeit bekommt, pulsierend mit dem Gesicht der Frau, mit dem er wenigstens ein bisschen vertraut sei, sich dann wieder ausdehnt, zusammenzieht und sie eine Hand vorwärts schleudert und Lilly treffen würde, wenn sie nicht gut ausweicht. Ja. Nein. Oh, nein.
So, weil die Fangzähne einer Schlange senken sich in den Arm, mit dem du nicht gerade deinen ägyptischen Flegel führst. Und du spürst ein Brennen, das sich von dort aus an ausbreitet. Draußen Emil, der sich gerade aufrappelt, sieht, wie drin Lilly einen Biss abbekommt und wie Clara daneben ebenfalls auf das Fenster zurennt. Was macht Clara, als Lilly erwischt wird? Ich blicke mich kurz um, aber ich laufe weiter Richtung Fenster. Bin voller Panik. Was macht Emil? Ja, ich ärgere mich, dass ich mein Grubengrabgerät nicht dabei hatte, denn dann wäre der Sturz etwas abgefedert worden. Ich blicke mich kurz um, sehe, dass die Damen ganz sicher entkommen werden mit mir gemeinsam und renne weiter in wo auch immer hin. Erstmal raus, weg, Entfernung. Gut, du rennst in die Dunkelheit und hinter dir hörst du ein lautes Dröhnen und Klingen, als würde das ganze Gebäude als eine Art riesige Glocke angeschlagen werden. Rings um dich rascheln die Büsche und die Bäume, aus denen die kleine Parkanlage besteht, während du auf den Zaun zurennst, und wenn über dir blitzt Licht auf und das Licht wankt und dreht sich um dich herum wie ein Kaleidoskop, während du darum kämpfst, auf den Füßen zu bleiben. Ich hätte gern noch mal einen Wurf auf deine Konstitution. 55 auf 65, normaler Erfolg. 55 auf 65. Du schaffst es, auf den Füßen zu bleiben, kannst den Kopf wieder freischütteln und stehst vor einem Zaun. Du bist fast weg und du bist dir relativ sicher, dass die Krone noch irgendwo in deinem Gürtel steckt. Ja, ich habe ja, ich habe den Arm die ganze Zeit dahinter gehalten, deswegen hat ja eben der Sturz so wehgetan. Du hast die Krone immer noch drin, du weißt nicht, welche Form sie noch hat. Ja, die muss man natürlich nachher ein bisschen bearbeiten, das ist klar. Verstehe. Was macht währenddessen denn unser Pater? Mehrere Leute mit Totschlägern kommen auf dich zu, andere davon sind damit beschäftigt, auf Guillaume einzuschlagen. Der Pater rennt zielstrebig weiter auf die Frau von Ammergau zu. Und die rennt an dir vorbei und setzt der Lilly nach. Dann rennt der Pater da hinterher. Oh Gott, es hat ein bisschen was Slapstick. Drückt, ja, aber mit wilder Entschlossenheit. Das ist jetzt der Plan des Geistlichen und will hier also seinen Rosenkranz auf die Stirn im besten Fall. Aber man ist ja nicht wählerisch, nimmt jeden Teil des Körpers drücken, damit der Herr seinen gerechten Zorn auf dieses Monster niederfahren lasse. Und dann wird sich das ganze Problem schon erledigen. Du presst ihr also deinen Kruzifix an eine freie Stelle, was sich als ihr Hinterkopf erweist. Da ist er am leichtesten zu erreichen. Und schreie triumphierend, vergehe im Licht des Herrn. Und du spürst unter deinen Fingern, wie sich unter diesen Haaren auch etwas bewegt. Das ist kein Schädelknochen, sondern irgendetwas, was aus einzelnen Teilen besteht, die gegen deine Finger dagegen drücken. Und der Kopf von Frau Ammergau dreht sich um fast 180 Grad in deine Richtung. Ihr Gesicht klafft ebenfalls kurz auf, der Mund öffnet sich weiter, schließt sich wieder und sie sagt: Nein. Nein, ganz sicher nicht, Pater. Währenddessen wird auf Guillaume eingeschlagen. Was möchte Guillaume als Gegenzug? Möchtest du irgendwie um dich schießen oder irgendetwas machen? Ich habe alle meine Munition verschossen in der Panik. Ich werde es nicht nachladen. Das heißt, wie viele Schlangen auf mich ein? Zwei? Zwei Schlangen auf dich ein. Weil ich kann nur einen abwehren. Versuche ich den einen nochmal abzuwehren. Mhm. Nope, 61, nein. Der hat aber ohnehin daneben geschlagen. Der zweite trifft dich allerdings mit weiteren zwei Trefferpunkten, die er dir verpasst. Dann geht Guillaume in die Bewusstlichkeit an den Kopf und ich kippe zusammen, ja. Während Frau von Ammergau erneut laut schreit: Prospero! Jetzt! Und aus der Halle, wo Ian ist, hört man ein lautes Kreischen und Quieken, als diese Kreatur sich versucht, aus deinem Hemd wieder rauszulösen, wo sie sich reingearbeitet hat. Und regelrecht sich da freisprengt mit dem Klackern und Klickern von einigen Knöpfen, die in alle Richtungen davon fliegen. Und dann, was möchtest du tun? Möchtest du es wegschleudern? Willst du es festhalten? Willst du das Ding, das du eigentlich gestohlen hast, wieder an dich bringen? Was ist dein Plan? Ich stoße das Viech tatsächlich von mir ab und versuche wieder Richtung der Tafel zu kommen, damit ich die im Auge behalten kann. Das Viech tatsächlich hüpft auch nur von dir weg gerade und in Richtung der Haupthalle mit einem leisen Jawohl, 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 jawohl und zwitschern und kreischen. Und lässt dich in Ruhe. Du bekommst die Tafel wieder zwischen deine Finger,
sie nicht mehr ganz sehr stabil sind. Und machst damit was? Ich will sie mir mal genauer angucken. Also oder versuche herauszufinden, vielleicht warum sie so mega interessant ist für dieses Wesen, was auch immer das da war. Und sie ist schwer. Sie ist aus einem dunklen Metall und sie ist mit sehr vielen feinen Schriftzeichen versehen, die dir wahrscheinlich alle nicht sagen. Währenddessen gibt mir Julia mal einen Wurf auf Konstitution für Lilly, als das Gift anfängt, sich mit jedem ihrer Herzschläge zu verteilen. Eine 44 und das habe ich geschafft. Eine 44, das hast du geschafft. Du merkst, dass dein Herz schneller schlägt und schneller schlägt und schneller schlägt, aber dass irgendwie gleichzeitig dein Körper sich zur Wehr setzt. Du spürst, wie deine Muskeln zittern, aber nicht, wie dich der tödliche Krampf überkommt, den du vorhin bei jemand anders gesehen hast. Und mit einem lösen sich die Giftzähne der Schlange wieder aus dir, als sich Frau Ammergau ohnehin Kopf zuerst und dann den Rest des Körpers zu dem Priester umwendet und ihm sagt, nein, so sicherlich nicht. Und die Hände hebt, um nun ihn zu beißen. Was möchtest du tun? Das wäre eigentlich die ideale Gelegenheit, um ihr einmal diesen Flegel über den Kopf zu ziehen. Du flegel doch mal. Sie wird nicht ausweichen. Zisch knapp drüber und ein Stück vor der Nase des Priesters entlang, der immer noch vor Frau Ammergau steht, die jetzt nun wiederum versucht, mit zwei Schlangen an ihm, schnappend rechts und links an ihm vorbei. Vielleicht hat das Kreuz und das Beet tatsächlich geholfen. Im Hintergrund siehst du, dass Emil in der Dunkelheit verschwunden ist. Der muss nur noch einen Zaun erklimmen, um zu entkommen. Klettern bitte. Nee, 38 auf 20. 38 auf 20. Du kommst auf halbe Höhe, als wieder die Schwindel einsetzt und dieser seltsame Kaleidoskop-Effekt, den du gerade eben schon wahrgenommen hast. Und du hängst etwas schlaff an dem Zaun und rutscht dann langsam wieder runter, als dein Griff um die einzelnen Pfosten davon nachlässt und landest dort. Du hörst hinter dir auch Rufe und Schritte in dem Gartenanlage. Offensichtlich sind hier andere Leute noch unterwegs. Du bist so nah an der Sicherheit. Und an einer hoffentlich guten Bezahlung. Die Leute, die... Guillaume ist bewusstlos. Der kann uns leider nichts mehr sagen. Aber wenn er noch irgendwas wahrnehmen würde, sein kurzes Aufflackern von einem Augenlid, das sich hebt, sieht er, wie das kleine Rattending an dir vorbeikommt, kurz einmal eine von seinen rosa Pfoten in dein Blut taucht und dann in Richtung der Eingangshalle mit ihrem komplex gelegten Parkett rennt. Was wollte ich jetzt schon wieder? Und... dann hört auch alle, die im Gebäude sind, ein leises Dröhnen, das von den Wänden ausgeht und ein Zwitschern und Kreischen und Fiepen, das irgendwo anders herkommt, während Frau von Ammergau sehr zufrieden nickt, die Augen halb geschlossen, wie jemand, der gute Musik hört und sagt, immerhin ein erster Schritt. Es tut mir leid, dass ihr die Einzigen seid, die jetzt noch hier sind. Damit das Ganze funktioniert, werdet ihr alle sterben müssen, Pater. Also wie wär's einfach? Und sie hebt ihre Schlangenhände, als wäre das selbstverständlichste der Welt. Was möchtest du tun, Herr Pater? Ich drücke das Kreuz fest an ihre Stirn und zittere. Nein, das darf nicht sein. Das darf nicht sein, Herr, steh mir bei. Sinnvoller Einsatz einer Aktion. Diesmal trifft dich einer von den Schlangenbissen. Gib mir doch mal einen Wurf auf deine Konstitution. 81, das ist mein. Dein Herzschlag wird schneller und du spürst ein Zittern über dich kommen. Noch schneller. Du kannst deine Hand mit dem Kreuz tatsächlich noch halbwegs festhalten, während du weiterhin auf sie einredest, dass ihre finsteren Machenschaften dich nicht beeinflussen können. Deine Seele ist sicher, du wandelst im Licht des Herrn. Und du das Gefühl hast, dass dein Magen und deine Lungen versuchen, deine Kehle hervor hoch zu kriechen und du keine Luft mehr bekommst. Pater Günther sagt langsam in sich zusammen und beginnt das Bewusstsein zu verlieren. Während Lilly sieht, was ihr wohl vermutlich geblüht hätte, wenn sie es nicht geschafft hätte, der Wirkung des Giftes zu widerstehen. Clara, du warst im Begriff zu fliehen und willst auch aus dem Fenster raus, nehme ich an? Ja, ich stehe jetzt vor dem Fenster und da sind wahrscheinlich diese ganzen Scherben, als Emil rausgesprungen ist, nicht wahr? Genau. Auf die Weise. Ich entscheide mich um und sage, nein, ich werde es diesen ganzen Museumsfatzen jetzt zeigen und auch wenn sie sich in Schlangen verwandeln. Und ich nehme eine dieser Scherben, drehe mich um und gehe Richtung Ammergau. Ja,
Die ist immer noch mit Pater Günther beschäftigt und steht über ihm, während ihre Schlangenhände zucken und sie sind leises. Immer die Leute, die an irgendwelche Symbole glauben, ohne geprüft zu haben, welche diese Symbole tatsächlich eine Macht besitzen. Ausgesprochen unbefriedigend. Draußen kann Emil es nochmal versuchen. Nee, pass auf. Ich bin ja bewaffnet. Ich habe ja ein Messer in der Schulter stecken. Und das werde ich rausziehen und dann so auf diese Hecke, was auch immer das ist. Das ist ein hölzerner Zaun. Ja, so ein Zaun, genau. Da werde ich einfach versuchen, das irgendwie zu öffnen, loszubrechen oder was auch immer. Ich werde irgendwie gucken, ob ich das mit dem Messer... Ich würde sagen, gib mir einfach mal einen Wurf auf Stärke und dann schauen wir, wie gewaltsam du damit umgehen kannst. Locker flockige 10 auf 65. Du schaffst es tatsächlich, da durchzubrechen und dich vorwärts zu werfen und dann mit einem letzten plötzlichen stechenden Schmerz zwischen deinen Schläfen und einem Rucken deines Magens bist du von diesem Gelände herunter. Und auf einmal ist alles etwas leichter und der Atem geht besser. Und was tust du mit dieser neu gewonnenen Freiheit? Ich habe ja gesehen, dass die... Schreie, Schrille aus dem Gebäude, die anschwellende Stimme von Pater Günther, der betet. Ich habe gehört, dass Clara direkt hinter mir war und schreie, Clara, hier geht's raus, hier ist ein Loch, schnell. Und dann renne ich, ohne auch nur eine halbe Sekunde zu warten, einfach mitten nach Berlin in die Nacht hinein. In Köpenick mit einem Messer in der Hand und einer blutenden Schulter und einer Krone unter dem Hemd. Korrekt, wie das in Köpenick so üblich ist. Ja, ein üblicher Samstagabend. Clara, nach der soeben gerufen wurde, du hast eine Glasscherbe aufgehoben und in der Hand. Du hörst von draußen Emil rufen, der dir sagt, dass es dort einen Ausweg gibt. Vor dir liegt der Pater im Sterben, der in seiner Soutane zuckend am Boden liegt. Lilly steht da, auch verletzt, aber immer noch mit einem ägyptischen Hakenstab in der Hand bewaffnet. Du hast keine Ahnung, was mit Guillaume passiert ist. Du weißt nicht, was mit Ian passiert ist. Was tust du? Diese ganze Angst und das ganze Adrenalin lege ich jetzt in diesen Stich mit der Glasscherbe und ich möchte so richtig schön in den Kopf von Frau Ammergau die Scherbe versenken. Mit einem Schrei. Yes. Gib mir doch mal einen Wurf auf dein Handgemenge. Also schau doch nicht in deine Richtung. Bitte. Leider nicht. Haben wir nicht? Ich glaube, wir haben noch einen Reroll, der zumindest bei Shadowrun geschenkt wurde und den niemand benutzt hat. Ich weise darauf hin, wer den immer verwenden will, kann das gerne tun. Ansonsten, wenn Daniela als Clara da nicht darauf zurückgreifen will, hatte Julia als Nächste die Chance, den ägyptischen Haken an die Frau zu bringen. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit schon am Überlegen. Ich bin mit diesem Flegel ja nicht so gut, ja? Und das ist eine Schlange. Ich habe keine Ahnung, wie man Schlangen am besten beikommt. Ob man der die Luft abquetschen kann. Ach, ich versuch's nochmal. Ich habe das Ding ja noch in der Hand. Ich hau sie einfach nochmal über den Schädel. Oder was auch immer sie da als Kopf hat. Schlagt. Ja, das hätte geklappt. Sie weicht doch nicht aus. So ein ägyptischer Hakenstab macht, glaube ich, 1W6 plus deinen Schadensbonus, falls du einen hast. Ich hab keinen. Davon ging ich aus. Würfelst du? Soll ich? Ist mir egal, ich kann für dich würfeln. Ja, dann würfel. Eine 3. Das ist doch immerhin. Es gibt ein leises Knacken und du siehst, wie unter den Haaren die Haut aufbricht und etwas, was aussieht wie ein kleiner Finger, der zuckt, daraus hervorschaut. Es ist noch ein weiteres Mal ein Wurf auf geistige Gesundheit, als dort Gliedmaßen herauskommen, die du nicht in einem Kopf erwartet hättest. Ja, das... wie viel habe ich jetzt vorhin verloren? Warte. Ja, nee, das habe ich geschafft, tatsächlich. Ganz knapp. Du schluckst den Ekel herunter und verlierst ausnahmsweise mal keinen Punkt an geistiger Stabilität. Ian währenddessen. Das Ding ist abgehauen. Du hast die eiserne Tafel in der Hand. Du hörst Schreie und Gebete und laute Rufe und Kampfgeräusche. Und auch Schritte, die sich jetzt einer Halle nähern von Leuten, die sich unterhalten. Ich glaube, irgendwo muss hier noch jemand sein. Ich habe vorhin jemanden mit einem Putzwagen gesehen. Was tust du? Ich schaue mich um. Sehe ich schon die Leute auf mich zukommen? Sehe ich den Gegner schon? Ja, du siehst da Leute im Livret von den Angestellten. Ich habe eine sehr schwere, also ich denke mal schwere, harte Steintafel in meiner Hand. Eisentafel. Versuche
mich an den Exponaten, die da noch stehen, diese Säulen, vorbeizuschleichen und dem einen, der da steht, von hinten einen auf den Schädel zu geben. Dann einmal auf verborgen bleiben und danach dann Handgemenge. Das wären, ja, ich bin sehr verborgen. 21 von 70. Hervorragend, du bist sehr verborgen. Ja, schleichst dich um mehrere von den Statuen herum. Und dann kannst du wegen mir gerne mit einem Vorteilswürfel angreifen, als du einem von denen die Tafel über den Schädel ziehen willst. Also das, genau, das Handgemenge wäre bei mir 19 von 25. Also es wumst schon. Es wumst ordentlich. Dann gib mir doch auch in deinem Fall einen W6 an Schadenspunkten. Magst du würfeln? Ja, gerne. Auch eine 3. Langweiliger Würfel, aber zumindest konstante Leistung. Es gibt auch in deinem Fall einen Knacken. Blut spritzt auf die Tafel, mit der du zugeschlagen hast. Und sie beginnt deinen Händen leise zu summen. Der Boden bebt. Selbst Emil, der draußen sprintet, spürt, wie unter seinen Füßen der Boden zittert und bebt. Und dann läufst du auf einmal nicht mehr durch eine Gasse zwischen zwei hohen Häusern, sondern vorbei an einer steinernen Wand rechts, einer steinernen Wand links. Da sind Nischen drin und in den Nischen liegen Leute, Gestalten mit weißen Masken auf. Ähnlich wie denen von den Leuten, die eingedrungen sind. Die sind eingewickelt in Stoff. Fackellicht fällt herab und die waren keine Fackeln vorhin, auf gar keinen Fall. Und du siehst, wie eine von den in Stoff sorgfältig eingewickelten Händen leise zuckt. Gib mir doch nochmal einen Wurf auf deine geistige Stabilität. Tja. Als sich die Realität um dich herum gänzlich verändert. Ich habe in der Tat eine 0,7 gewürfelt, meine Liebe. Hervorragend. Seine 15 Punkte geistige Stabilität machen sich voll bezahlt. Das heißt, du verlierst nur einen Punkt. Sehr schön. Dann kann ich ja noch stundenlang weiterspielen. Ich möchte gerne als Reaktion diese goldene Kopfschmuck-Dingenskirchen irgendwie zerstören. Mit meinem Messer hacke ich da drauf ein, werfe das auf den Boden. Irgendwas ist da faul, das gefällt mir nicht. Du schlägst darauf ein, während du auf dem steinernen Boden hockst, der mit einer dünnen Schicht Sand und Staub bedeckt ist. Und oh ja, dann geht das noch besser durch, sehr gut. Ja, du zerhackst das Ding, Goldketten und kleine, dünne Goldbleche fliegen in alle Richtungen davon. Du verbiegst den Reifen, an dem das alles festgemacht ist. Mit einem Pling-Ting-Ting fliegt das alles in alle Richtungen und neben dir steht eine von den Gestalten langsam auf. Ian, du stehst da mit dieser Tafel in der Hand, auf der Blut gespritzt ist. Die beiden schauen dich an, schauen die Tafel an und einer sagt, scheiße, verdammt, viel zu früh, viel zu früh, viel zu früh. Scheiße, scheiße, scheiße. Die drehen sich um und rennen von dir weg. Ich starre auf die Tafel und ich denke mal, ist der andere bewusstlos oder liegt er auf dem Boden, den ich getroffen habe? Nein, den hast du nicht gänzlich, den hast du nicht mit einem Schlag bewusstlos gemacht, mit deinen 3 Trefferpunkten, die du gemacht hast, sondern der rennt mit dem anderen auch davon. Ich probiere was aus und wahrscheinlich sehe Blutspritzer auf dem Boden und ich lege die Tafel noch ein bisschen mehr Blut rein, um zu sehen, wie die Tafel darauf reagiert. Der Boden zittert erneut unter deinen Füßen. Alle anderen merken das auch. Frau von Ammergau schreit, weniger weil ihr jemand den Schädel eingeschlagen hat offensichtlich, sondern wegen des leisen Bebens, das durch die ganze Anlage geht. Wer hat die Tafel? Prospero! Und ihr hört ein leises Dick, das von irgendeiner Richtung kommt. Ihre Hände haben sich wieder zurück in Hände verwandelt, während sie sich hin und her dreht. Ihr Kopf verdreht sich auf eine Art und Weise, die vollkommen unnatürlich ist. Und sie schreit, die Tafel! Wer hat die Stadt gerufen? Was war euer Plan? Und sie greift nach Lilly, versucht sie zu packen. Ihr Gesicht pulsiert wieder. Woher wusstet ihr davon? Wir wussten von gar nichts! Aber jemand von euch hat die Stadt gerufen. Jemand von euch hat das Siegel mit Blut benetzt. Ich starre sie nur entsetzt an, ja. Es ist zu früh. Es ist zu früh. Was macht Clara währenddessen? Als ich sehe, dass Frau Ammergau Lilly packt, will ich das Gleiche machen wie vorhin bei Guillaume. Ich versuche sie wegzuschubsen und ja, sie irgendwie wegzubringen. Von Ammergau. Frau von Ammergau. So viel ist das. Natürlich, natürlich. Nee, ach Mensch, leider nicht.
Ja, du schiebst an ihr, aber sie ist schwerer als gedacht dafür, dass sie eigentlich so zierlich gebaut ist. Sie hält Lilly weiter gepackt, schüttelt sie, aber dreht ihren Kopf jetzt von Lilly weg in deine Richtung. Woher wusstet ihr davon? Wer seid ihr? Ihr seid nicht die Schattenmasken, die hierher gekommen sind. Ihr seid nicht von meinen Leuten. Wer hat es euch geflüstert? Sag es mir einfach. Komm. Es ist ohnehin nicht mehr wichtig für dich. Es ist nur noch wichtig für mich. Mit einem leisen Zwitschern und Kribbeln erscheint in der Tür eine Ratte aus deinem Augenwinkel. Mehr siehst du nicht. Wie möchtest du auf ihre freundliche Bitte reagieren? Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Das ist alles hier ein großes Missverständnis. Und ich... Weswegen seid ihr hier? Wir wurden nur beauftragt. Wir sollten einfach wir sollten ein paar Dinge klauen und dann ist ja alles außer Rand und Band. Und dann kamen diese Typen mit den Masken und wir wurden einfach beauftragt, ein paar Artefakte hier mitgehen zu lassen. Das ist alles nur ein großer Zufall, dass da jetzt auch die Tafel noch dabei war. Ich fass es nicht. Zufall, dreckiger Zufall. Sie stößt Lilly von sich mit aller Wucht. Und du gibst mir mal einen Wurf auf deine Geschicklichkeit, ob du dabei auf den Füßen bleibst, als sie dich von sich schleudert. Und ja, das habe ich geschafft. Hervorragend. Du kannst tatsächlich auf den Füßen bleiben, deinen Hakenstab wieder in Ausgangsposition bringen. Und du machst kurz einen Blick über die Schulter, um zu sehen, wie das Ganze, ja, die Situation ist. Und siehst, dass die eine Wand weiter weg von dir ist, als sie eben war. Und das ist kein Fenster mehr, sondern eine Nische, eine Vertiefung, neben der eine Fackel brennt. Der Raum hat sich verändert. Also das Fenster ist gar nicht mehr da. Das Fenster ist weg. Wir schalten kurz zu Emil, neben dem langsam eine Mumie aufsteht. Mhm. Ja, ich wechsle meine Technik wieder und beginne wieder zu schreien beim Weglaufen. Und unter einem markerschütternden nehme ich so zumindest ein bisschen Gold, dass, falls ich entkomme, was ja der Plan an der Sache ist, ich wenigstens ein bisschen was vorzuweisen habe, renne ich diese Gasse mit rechts, links den Mumien entlang, einfach geradeaus und hoffe, dass irgendwann die Mumien aufhören. Das Hände kann doch so nicht weitergehen. Strecken sich aus den Nischen hervor, Leute stehen auf, es gibt ein leises Murmeln und sie sprechen teilweise tatsächlich Deutsch, was du im ersten Moment für normal hältst, bis ein kleiner Teil deines Gehirns sagt, das kann, warum sollten Mumien Deutsch sprechen? Aber eine von ihnen sagt, ist es Zeit? Die nächste fragt, ist es soweit? Die nächste fragt, ruft er? Ruft ja, der König, ja. Ruft der schwarze König? Der König ruft, beeilt euch und laufe weg. Führe uns, sie stehen alle Stück für auf. Und du rennst beinahe in ihn hinein und findest dich auf einmal der mykenischen Halle wieder, in die der Gang geführt hat. Dann laufe ich weiter geradeaus in die ägyptische Halle und denke, die folgen mir. Ja, vielleicht machen die irgendwas Tolles und renne weiter. Wenn ich schon mal dran bin. Währenddessen, Frau von Ammergau und die beiden Kampfamazonen. Was wollt ihr tun mit der Schlangenfrau, die den Priester erledigt hat? Gute Frage. Erledigt hat, sind wir schon bei dem Wording. Erledigt hat. Es tut mir leid. Sie hat den Priester gebissen und ausgeschaltet. Ja, dummerweise. Nee, sollten wir hier verschwinden? Ich habe Emil rufen hören. Er ist raus. Er hat. Ja, da gibt es so ein Loch. Das Fenster ist weg. Ach so, ja. Kommt man irgendwo an der Frau von Ammergau vorbei? Also gibt es. Die Tür gibt es noch, oder? Durch die wir reingekommen sind. Die Tür gibt es noch. Mit Geschwindigkeit könntet ihr es schaffen. Ja, dann. Dann Fersengeld geben, würde ich sagen. Also. Gut. Gib mir doch alle mit Geschicklichkeit. Gib mir doch beide einen Wurf auf eure Geschicklichkeit, ob ihr es an ihr vorbeischafft, während sie jetzt sich hin und her windet und zischt. Das kleine fingerartige Glied, das ihr am Hinterkopf hervorragt, das wackelt auch hin und her und schreit: Zu früh! Noch habe ich nicht! Noch sechs Leute! Noch vier! Sie schaut runter auf den Priester. Vier Leute noch müssen. Und was macht ihr? Schafft ihr es? Ja. Eine 82 ist leider bei 80 GE trotzdem ein Misserfolg. Clara stürmt erfolgreich aus dem Raum raus, nachdem ihr euch kurz mit einem Nicken und Blickkontakt abgesprochen hat. Und dann packt Frau von Ammergau Lilly, schüttelt sie
Und ihr Maul wird, ihr Mund wird immer größer und bekommt ebenfalls scharfe, schlangenartige Fänge, während ihr Gesicht sich weitet wie zwei Hände, die sich auseinander spreizen. Sie versucht zuzubeißen und hat eine 20, was bei ihr ein guter Erfolg ist. Möchtest du ausweichen oder möchtest du zurückbeißen? Zurückbeißen? Die Option besteht. Okay. Nee, ich starre sie wahrscheinlich eher an wie so ein Kaninchen, wortwörtlich vor der Schlange. Ich versuche irgendwie diesen Biss, diesen Zähnen auszuweichen, ja? Nein. Nein. Der Biss schließt sich halb um dein Gesicht, halb um deinen Hals. Und du verlierst 5 Trefferpunkte durch den Biss und gibst nochmal einen weiteren Wurf auf deine Konstitution. Ian, an dir kommt Emil vorbeigerannt, schreiend, verliert dabei ein paar kleine Splitter Goldmaterial und verschwindet dann anhaltslos in Richtung der ägyptischen Halle. Okay, ich schaue mich um, sehe ich, woher er gekommen ist, weil da muss ja dieser Gang sein. Da ist ein Gang, der vorher nicht da war. Und aus diesem Gang kommt ein Dutzend Leute, die in Bandagen und Stoff gewickelt sind, mit weißen Masken auf den Gesichtern auf dich zu. Ich würde mich jetzt auch mal so langsam aus diesem Raum verziehen und gehe auch zurück in die große Halle und versuche an der guten Frau Ammergau vorbeizukommen. In der großen Halle. Die Frau Ammergau ist immer noch in dem Zimmer, durch das Emil ursprünglich geflohen ist und ist gerade dabei, Lilly zu verspeisen. Was hat der Konstitutionswurf gesagt, Julia? Nicht geschafft. Nicht geschafft. Das heißt, dein eben schon von dem ersten Schlangen bis rasendes Herz setzt jetzt aus. Du kannst hören, dass dein Herzschlag weg ist. Es rauscht in deinen Ohren und du hörst das leise Schmatzen von den wie auch immer gestalteten Gliedmaßen und Gelenken in dem Gesicht von wie auch immer Frau von Ammergau tatsächlich eigentlich ist. Und dann wird dir schwarz vor Augen. Mit einem leisen Klackern und Klimpern fällt dir das ägyptische Herrschaftssymbol aus den Händen. Und leider verlässt auch Lilly das Reich der Lebenden. Ian und Emil rennen in die Haupthalle. Clara kommt aus der anderen Richtung gerannt und dort rennen sie mehr oder weniger alle ineinander. Rings um euch zittert das Gebäude und bebt der Boden und ihr könnt in alle Richtungen sehen, wie von dort Truppen von Leuten in langen dunklen Gewändern mit Bandagen umwickelten Gliedmaßen und mit weißen Masken in den Gesichtern kommen. Und ihr hört einen letzten erstickten Schrei von Lilly, der aus der Richtung von dem, was früher mal der harmlose Trakt mit dem Toilettenwerk kommt. Ich zeige in die Richtung und fordere diese Mumien auf. Der schwarze Herrscher braucht eure Hilfe. Dort ist eure Feindin. Macht sie fertig. Und weiche so ein bisschen zur Seite, damit sie so an mir vorbeistürmen können. Ian, Hannes, hat Ian noch die Tafel? Ja, ich habe die Tafel noch. Dann stehen sie da und schauen dich an. Ich. Unwürdig, sagt einer von ihnen. Unwürdig, wiederholt einer. Es bildet sich langsam so ein Kreis um euch herum. Unwürdig. Hat das Blutsiegel gelöst mit dem Blut eines anderen. Unwürdig. Unwürdig. Ian, dein Blut, schnell, da drauf! Ich schleuder so mein Messer auf den, was ich noch dabei hatte. Du wirfst Ian ein Messer zu. Nein, nicht zu, ich werfe so in den Rhein. In Ian jetzt, rein? Wir haben jetzt keine Zeit für lange Messerzuwerferei. Okay. Glückswurf. Ich bin so untalentiert, dass ich eh keine Chance habe, aber mit einem Glückswurf könnte es klappen. Da habe ich 70. Ich habe aber eine 84, also... Das Messer fliegt knapp an Ian vorbei. In eine von den Gestalten herein, die kein Geräusch macht, nur zusammenzuckt und dann leise ein paar Schritte zur Seite macht. Die Reihen schließen sich. Ian, wir brauchen dein Blut! Dein Blut! Schnell! Clara, was machst du? Du stehst mit den beiden anderen in diesem Kreis. Emil hat aus irgendwelchen Gründen ein Messer an dir vorbei in eine von den Gestalten gerufen und dabei Ian, dein Blut geschrien.
Ich habe noch diese Scherbe in der Hand und bin völlig konsterniert. Wirf sie auf ihn! Du kannst sogar ein paar Schritte hinmachen und ihn einfach schlagen, wenn du das willst. Ja, wunderbar, mach ich! Ian, wehrst du dich dagegen? Nein. Diese harmlos wirkende Clara kommt auf dich zu, mit in der Hand eine große Scherbe und sticht auf dich ein. Ich glaube, wenn du dich nicht wehrst, dann muss sie auch gar nicht erst probieren, ob das funktioniert. Das wäre gut. Das heißt, du stichst auf ihn ein. Ein bisschen Blut! Und fügst ihm einen Trefferpunkt zu und am Arm. Er beginnt zu bluten. Was macht ihr damit? Ihr hört gleichzeitig einen Ruf von Frau Amagau. Zur Seite! Zur Seite! Wie aufpassen! Zur Seite! Und hört, wie sie die Leute in den Masken beiseite schieben. Die murmeln weiterhin unwürdig, unwürdig, unwürdig. Die Stadt gehört mir! Schreit Frau Amagau. Mir! Hannes, was tut ihm? Ich lasse mein Blut auf die Tafel tropfen. Der Boden zittert erneut, bebt und die Gestalten mit den Masken zerfallen zu Staub und der Staub zerrinnt zwischen den einzelnen Fliesen, die den Boden bedecken. Ihr könnt jetzt auch Guillaume wieder sehen, der regungslos dort liegt. Und ihr seht Frau von Amagau, die auf euch zustürmt. Ihr Gesicht ist zerfallen in vier Teile. Zwei obere, die sich spreizen und schließen, in denen sich die Augen befinden, und zwei untere, die wie ein insektoider Kiefer sich öffnen und schließen. Und aus Richtung des Eingangs hört ihr ein leises Kreischen und Zwitschern, beziehungsweise aus ihrer Richtung ein Kreischen und Zwitschern, als eine riesige Ratte mit einem Menschengesicht auf euch zukrabbelt. Etwas, was ihnen durchaus schon vertraut ist, dieses Ding. Wenn die Hexe mit ihrem Begleiter in eure Richtung wankt. Die Stadt gehört mir, wenn ich vorbereitet bin. Und jetzt, meine Lieben, fehlt euer Blut noch? Und es ist vielleicht am einfachsten, wenn es mir einfach überlasst. Sind wir uns da einig, ihr kleinen Scheißer? Was macht ihr? Du weißt, dass ich nur eins kann. Und jetzt sind ja die Mumien nicht mehr da, wo eben noch der Gang aus der Hethiterkammer ist. Also, du rennst wieder. Ohne Geschrei diesmal, es nützt nichts, renne ich wieder zurück zu dem Gang, was soll's. Und schreie einfach, folgt mir, weil beschissener kann es nicht werden. Gut, was machen die anderen beiden? Ja, hinterher, das ist die beste Idee. Ian, Hannes? Ich renne ebenfalls. Was machst du mit der Eisentafel? Die beste Idee ist. Ich würde die bei mir behalten. Bei dir behalten. Du rennst. Frau von Amagau rennt hinter euch her. Das kleine Rattending mit dem Menschengesicht rennt neben ihr mit einem Ich krieg sie. Während ihr Gesicht sich immer weiter auseinanderfaltet und ihre Hände wieder zu Schlangen werden. Wie ist eure Bewegungsreichweite? 8. 9. 8. 9. Ihr seid tatsächlich bemerkenswert schnell. Ihr rennt in den Gang, ihr wollt in den mykenischen Raum. Wo ich rauskam, wo der das Gang ist der mykenische. Endete. Okay, mykenisch. Dort gibt es Fenster, die sind allerdings verschlossen. Was ist euer Plan, während hinter euch das Ding, was Frau von Amagau war, aufschließt? Ja, ich hoffe doch sehr, dass der Gang da noch ist, wo ich gerade durchkam. Nein, in die da Stadt. Ist Wand. Als die Gestalten zerfallen sind, nachdem Ian sein Blut auf die Tafel wieder geträufelt hat, ist all dieses verschwunden. Es sind keine Gänge mehr da, keine Fackeln, keine Nischen, aus denen Leichen aufstehen, keine Stadt, deren ganze Gefolgschaft hinter euch herrennt. Schrei ich, folgt mir, ich weiß, was ich tue. Und machst deinen Wurf auf deine Größe. Ja, mache ich, aber der Plan ist jetzt tatsächlich nochmal denselben Fluchtweg zu nehmen, durch das Fenster, wo ich schon mal durchgesprungen bin, durch den Zaun, wo ja jetzt eine Lücke ist. Also das Fenster ist ganz woanders. Ja, das ist schon klar, dass ich da jetzt hin muss. Ich würfe auf was, bitte? Möchtest hier durch ein Fenster springen? Nein! Ansonsten musst du umdrehen und an Frau Amagau vorbei. Genau. Und dafür wolltest du welchen Wurf, den ich versammle? Wenn du an Frau Amagau vorbei willst, greift sie dich an mit ihren beiden Schlangenhänden. Das heißt, du möchtest mit Handgemenge verhindern, dass sich eine davon erwischt. Das schaffe ich knapp nicht. Aber ich habe mir Mühe gegeben. 31 auf 25. Dann gib mir doch mal einen Wurf auf deine Konstitution. Mhm. Oh, 21 auf 65. Das kann ich. Konstitution das heißt, geht. Ja, dein Herz fängt an, auf einmal
panisch schnell zu schlagen. Du verlierst aber nur 3 Trefferpunkte, als du dich wieder losreißen kannst von dem Schlangenmaul und in die andere Richtung rennst. Lilly, Clara, Emil hat euch in diesen Raum geführt und dann umgedreht und ist dann der Frau... Nein, Entschuldigung, Ian und Clara. Lilly ist ja schon leider ausgeschieden. Und rennt an der Schlangenfrau vorbei in die andere Richtung. Was tut ihr? Sie hält weiterhin auf ihn zu. Wir sind doch jetzt in dem Raum, wo auch noch mal meine Putzutensilien waren. Ja. Oder ich würde versuchen, oder vielleicht auch Lilly, dass wir mit dem Putzutensilien, mit diesem Wagen, der hat ja auch ein Gewicht, die Scheibe einzuschlagen. Mhm. Dann gib mir doch mal einen Stärkewurf, als du den Wagen hochstemmst. Wenn Lilly dich unterstützt, Clara dich unterstützt, Verzeihung, dann ist das ja, sogar gerne. Mit einem Vorteilswürfel. Ihr stemmt beide gemeinsam das Putzmittel, Wagen und anderes Gerät hoch. Oh, das ist ein schwerer Erfolg. 33 von 75. Hervorragend. Mit einem lauten Bersten und Krachen, was Emil auch hinter sich hört, gibt das Fenster nach. Der Wagen poltert nach draußen. Frau Ammergau dreht sich in die eine Richtung, dreht sich in die andere Richtung, hält dann aber weiter auf ihn zu. Ihre Schlangenhände zucken und zischen leise vor sich hin. Ihr müsst jetzt noch einmal raus. Ich hätte gerne einen Wurf auf eure Geschicklichkeit. Wow. Eine Eins. Du, also Clara flankt da elegant raus, als wäre sie hier im Sportunterricht oder als hätte sie Unterricht in Akrobatik von Lilly bekommen. Lilly, als du in dem Moment kurz dran denken musst, wie geschickt die auch nur auf einem Seil oder auf dem Treppengeländer balancieren konnte, springst draußen über den Karren, während Ian was gewürfelt hat? 99. Während Ian von hinten von 2 Schlangenarmen umschlungen wird, die leise sanft in dein Haar zischeln. Immerhin du noch, kleiner Mistkerl. Und dann sich langsam ein sehr großes aufklaffendes Maul über deinen Kopf senkt. Emil, du rennst durch die Gänge. Zurück zu deinem Fenster. Springst raus und siehst draußen Clara. Das ist übrigens genau schon so ein Loch in Emils Form. So eine Emil-Form hat. Springst erneut durch das Loch in Emil-Form und siehst draußen Clara, die ebenfalls durch den Garten sprintet. Oder was macht Clara? Ja, ich sprinte Clara, durch den Garten weg. Hier, ein Loch, komm, durch den Zaun. Ihr flieht durch den Zaun und hinter euch bleibt die ganze Anlage zurück. Ihr habt weder die Tafel, noch habt ihr die Krone, noch habt ihr die Skarabäen ausfindig machen können. Du hast ein paar Stückchen der Krone. Ich habe Überreste der Krone. Du hast ein Stückchen der Krone. Was macht ihr, sobald ihr ein bisschen Abstand zwischen euch und das Museum gebracht habt? Ihr hört auch die Pfeifen von Polizei und Feuerwehr. Offensichtlich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dort etwas Schlimmes passiert ist. Und dort sammeln sich unterschiedlichste Gaffer, aber eben auch Leute, die dort helfen wollen und an der verschlossenen Tür rütteln. Was macht ihr? Emil, ich glaube, wir sollten einfach weiterrennen. Ich glaube, wir können den anderen nicht mehr helfen. Einfach weiter. Clara, du denkst genau richtig. Es hilft alles nicht. Wir sollten so lange laufen, wie wir laufen können. Vielleicht die Berliner Stadtgrenze erstmal überschreiten. Hier, ich habe genügend Gold, um uns ein Abendessen zu kaufen irgendwo. Immerhin, das ist ein Anfang. In den nächsten Tagen steht in den Zeitungen, die ihr euch, nachdem ihr das Gold bei einem Hehler verkloppt habt, während ihr euch möglichst weit von Berlin entfernt, dass der Neueröffnung eines Museums für Antike und ihre Mysterien es zu einem grässlichen Zwischenfall kam und Eindringlinge eine ganze Reihe von Gästen auf blutige Art und Weise umgebracht haben. Frau von Ammergau ist höchst entsetzt über das Geschehen und erbost darüber, dass ein großes und wichtiges Ausstellungsstück, nämlich eine von den Kronen von Troja aus Schliemanns Grab und dabei zerstört wurden. Aber in ein paar Monaten, wenn das Museum wieder restauriert ist, wird es eine weitere Eröffnungsfeier geben. Und sie freut sich schon sehr darauf, Gäste begrüßen zu dürfen. Ich werde dann nicht nur die Grenze von Berlin, sondern auch die Landesgrenze überschreiten. Der Chat sagt schon, ihr landet irgendwo in Ostpreußen. Ja. Irgendwo. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Sie können auch gerne die Toten wieder das Licht anmachen. Es war mir eine Freude, mit euch zusammenzuspielen.
meine Pläne sind null aufgegangen. Ihr wart viel zäher. Ihr habt einige Dinge zuerst und andere Dinge zu spät gemacht, aber es hat funktioniert. Guck mal, ich war ganz, ganz fair, Moritz. Ich habe einfach ein Szenario gebaut und euch drin losgelassen. Ja, ich bin ein bisschen stolz auf dich. Oh, danke schön. Nein, das war sehr schön, danke. Und ihr habt schön emilförmige Löcher in den Fenstern hinterlassen. Es tut mir leid für alle Leute, die zu Tode geschlagen, von Schlangen gebissen und von Monstern gefressen wurden. Aber das bringt das Berufsrisiko mit sich bei. Warum? Wir haben doch kein Cthulhu gespielt, oder? Das Lustige war sogar, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe gesagt am Anfang bei, oh Mann, es sind 6 Leute, die jetzt zusammengekommen sind. Ich freue mich sehr, mit allen von euch zu spielen, weil ich mit allen von euch gern zusammenspiele. Aber dann war so, vielleicht kann man sie schnell ausdünnen. Und ich habe bei Anselm und bei Ben gefragt, ob es okay ist, wenn sie früh sterben. Und dann wart ihr nie dort, wo ich jemand umbringen konnte und viel zu zäh. Also. Ihr habt sehr tapfer überlebt, länger als gedacht. Das war übrigens auch eine indirekte Fortsetzung von dem Abenteuer, was wir letzte Woche gespielt haben, das in der Vorbereitung zum Gratis-Rollenspieltag gestreamt wurde und wo diese eiserne Tafel von einer Expedition geborgen wurde, die dann beschloss, lieber das ganze Ding in die Luft zu sprengen, als dass irgendjemand drankommt. Aber hartnäckige Leute haben eine weitere Expedition finanziert. Und unsere freundliche Hexe Frau von Ammergau mit ihrem kleinen, ekelhaften Gefährten hatte vor, die an diese Tafel gebundene Stadt mit einer dort ruhenden und wartenden Armee zu öffnen, aber erst, wenn sie ihr Ritual fertig hat, dass sie die ausreichende Macht hat und die Würde, dem Ganzen entgegenzutreten. Aber ihr habt euch ja nicht umbringen lassen. Ihr habt euch ja nicht rechtzeitig alle opfern lassen. Aber nächsten Monat bei der neuen Eröffnung wird das was. Ich bin optimistisch. Ich glaube, die kann das ganz gut schaffen, die Frau von Ammergau. Aber ihr seid dann weit weg, wenn sie die Kontrolle über eine Armee von Untoten im Namen des Nyarlathotep erlangt. Es war mir, wie gesagt, eine Freude. Das war ein Abenteuer, das nicht irrsinnig viel Recherche reingeflossen ist. Dinge wie, was für ein Arsch war Schliemann, lernt man zum Glück im Studium. Und solche Sachen. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Hintergründe, was es mit den Hittitern und Kappadokia auf sich hat, es ist bei uns nicht gelandet, das Video, aus bestimmten Gründen, aber bei Nerds, da ist es noch irgendwo. Aber es ist tatsächlich absolut spannend, dass es eine Kultur gab, die erst irgendwann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Leute dann langsam anfängt, Moment, die gab es wirklich, ich dachte, die wären immer ein Hoax. Und die wurden ja fast nirgendwo erwähnt und dann wurden sie doch gefunden. Und haben tatsächlich bemerkenswerte Stadtanlagen in dem größtenteils im Gebiet der heutigen Türkei hinterlassen. Also, meine Lieben, den Hannes, den findet ihr, wenn er als HP Gamecraft streamt, mit Tentakeln im Hintergrund. Die Daniela, von der kann ich euch ihre Comics absolut nur ans Herz legen. Ganz viel von ihren kleinen Erklärcomics, was Naturwissenschaften angeht, wenn man zum Beispiel über das geheime Leben der Planeten, Ameisen und vielleicht auch manchmal Viren lernt. Das findet man auch auf ihrem Instagram oder auf anderen Plattformen. Da findet man dich überall unter Daniela Schreiter oder unter Fuchskind, richtig? Ganz genau. Und wenn ihr auf Comic-Art und Weise ein bisschen drüber lernen wollt, wie es denn tatsächlich ist, auf dem autistischen Spektrum zu sein und wie sich das anfühlt und was das auch bedeutet, dann gibt es zum Beispiel Autistic Hero Girl, aber eben auch die Schattenspringer-Comics, die, wie ich zuletzt gehört habe, inzwischen tatsächlich ziemlich weit verbreitet und verteilt sind und von Leuten genutzt werden, um darüber ein bisschen Unterricht zu geben. Und darüber sind wir das erste Mal auf Daniela gestoßen und ich kann die wirklich jedem nur ans Herz legen. Die sind unglaublich liebenswert und dann auch noch lehrreich. Also ganz ehrlich gemeint, ganz große Liebe dafür. Den Anselm, den seht ihr bei uns. Oder wenn ihr ihn illegalerweise ausfindig macht, seine Adresse rausfindet und überfallt der Stream sonst nicht. Moment, das klang mir zu sehr nach einer heimlichen Aufforderung. Bitte mach das nicht. Nein. Lass den Anselm in Frieden leben. Wenn ihr den Anselm öfters sehen wollt, müsst ihr bei uns schauen. Der streamt bei uns, wenn dann mit. Den Ben wiederum, den findet ihr als Ben in Paper, wo er auf Twitch Gast SL regelmäßig ist bei Influencerren und Cosplayern, die sich von dir zu jedem in sich bietenden Feiertag in passende Abenteuer werfen lassen, richtig? Richtig, aber noch viel Liebe doch bei euch. Oh, das lass sie das nicht hören, die Anni. Und und auf seinem Kanal Ben & Paper gibt es auch immer mal Einblicke in, was er gerade macht, arbeitet, Tipps und dergleichen. Und dann haben wir den Moritz, der für den Gratis-Rollenspieltag in Deutschland unter anderem zuständig ist. Unter anderem.
weise nickend. Und übrigens hin und wieder mal wieder in seinem von der Seifenkiste herab Blog was schreiben könnte. Ja, und wenn ich noch ein bisschen Werbung machen darf, wir haben mit vier Leuten einen Tim und Struppi-Podcast, den Mühlenhof-Podcast, wo gerade gestern oder heute die aktuelle Folge online ging, vor der wir uns lange gedrückt haben, wo es um die Person Hergé geht, also den Zeichner von Tim und Struppi, der auch politisch nicht fragwürdig ist, aber schon, man kann definitiv drüber reden, was da so in seinem Leben alles passierte. Also Mühlenhof-Podcast dürft ihr euch wirklich sehr gerne mal anhören. Das liegt mir sehr am Herzen. Wer hätte es auch gedacht bei den Comics, die er so gemacht hat? Ja, über Tim und Struppi. Die ersten 3,5 sind interessant. Mhm. Als historisches Dokument. Ja, richtig. Das ist die einzige Chance, sie noch irgendwie zu ertragen. Ich verstehe. Gut, und dann haben wir zuletzt die Julia, die nicht nur einen süßen Cthulhu auf dem Shirt hat, der leider vom Greenscreen rausgerechnet wird, aber dort ist der Umriss des Cthulhu, sondern die auch fleißig an Cthulhu-Sachen schreibt, sowohl fürs offizielle, in Anführungsstrichen, Cthulhu, also für das Regelwerk, das bei Pegasus erscheint, als auch für ein freies Regelwerk. Was ist denn Ftagen und wo findet man es in der freien Wildbahn? Das findet ihr auf der Homepage der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und das ist ein Horrorsystem, das unter OGL steht. Das heißt, das könnt ihr alle benutzen, ohne euch um Lizenzfragen oder Urheberrecht zu kümmern, weil das ist alles urheberrechtlich sauber und eben unter OGL steht. Und kostenlos im Netz. Hervorragend. Ich gebe auch mal weiter, dass der Chat sehr zufrieden ist und sich sehr darüber freut, wie ihr gespielt habt und sehr stimmig fand und schön, was gestorben. Ihr gemacht hat. Nicht gespielt, gestorben. Schön gestorben. Und ich würde dann jetzt sagen, ich denke, die Conspiracy Nummer 5 ist beendet. Wir machen morgen hier auf dem Kanal weiter und spielen Coriolis. Da sind wir das letzte Mal nicht fertig geworden. Und ansonsten könnt ihr alles üblicherweise unsere Tafeln, Social Media und dergleichen mitnehmen, was hier bei Orkenspalter TV passiert. Applaus für alle Mitspielenden. Vielen Dank euch allen. Danke für dich. Dankeschön.